Und einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Folge Space Engineers mit Dodger. Moin. Mit Mango. Und den Toto haben wir auch wieder dabei. Juhu! Großartig. Gut, Mango hat Mikrofonprobleme. Lassen wir auch erstmal so. Nee, der hört da aber nicht zu. Ja, kann auch sein. Hä? Das ist halt so. Hallo, hört ihr mich? Ja. So, auf jeden Fall, was ist passiert? Der Dodger und ich haben, wie gesagt, ein bisschen gespielt, in aller Seelenruhe, am Abend, eine Stunde hier, eine Stunde da. So ein bisschen abschalten, ne? Kennt ihr bestimmt. So, Tag im Prinzip mal so Revue passieren lassen, einfach noch gemütlich mit dem Kumpel hier ein paar Klötzchen setzen, Thema erledigt. Wir haben dann über einen Projektor, haben wir halt Projekte angeschmissen, ne? Wer hätte das gedacht? Hier seht ihr noch zum Beispiel eins, das leuchtet halt auch noch. Und durch den Projektor war das Ding natürlich mit Strom versorgt. Ja, und ratet mal, wir haben die Antenne fertig gebaut und dann erstmal nicht mehr drüber nachgedacht. Ist ja an sich kein Problem, aber auf einmal kam die Nachricht, dass ein Reaper-Aufklärer uns gefunden hat. Ich habe mich sofort in mein Fluggerät gesetzt, bin dem Kollegen hier entgegengeflogen und ich kann also berichten, Freunde, ich habe gewonnen. Ihr seht also, der Kollege ist abgeschmiert, keine weitere Gefahr. Ja, und irgendwann kommt dann also, dass uns wieder ein Reaper entdeckt hat. Und plötzlich, ich springe also wieder in meinen kleinen Flieger, kommt hier einfach mal ein Large Grid-Teil um die Ecke. Und glaubt mir, das Ding war wirklich large. Also es war verdammt riesig, als das Ding noch intakt war. Aber auch hier haben wir gewonnen. Gott sei Dank. Es kam, was kommen musste. Die Angriffe hörten nicht auf. Also auch hier seht ihr noch so ein paar Reste. Es war wirklich massiv, was hier auf uns zugeflogen kam. Die Angriffe hörten nicht auf und einer schaffte es leider bis in die Basis durchzudringen. Natürlich auch ein Large Grid. Hat dann hier im Prinzip den ganzen Arm weggerissen. Ihr seht also, was ich alles neu gebaut habe. Und hat uns noch ganz schön Schaden zugefügt. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr auch, hier sind also wirklich massiv schwere Panzerplatten und alles drin. Und das sind dann so die übrig gebliebenen Reste. Vielleicht erinnert ihr euch, hier unten war mal meine Flak stationiert. Na, erinnert ihr euch an dieses kleine, knuffige Fahrzeug mit der Gatling? Ja, das ist auf jeden Fall hier. Ah, da drinnen wabbelt noch ein bisschen Eis rum. Also, was soll ich euch sagen? Ja, die Reapers kommen. Was ist das? Airstrike Corvette? Ich hoffe, das Ding kommt jetzt nicht. Also, wir sind auf jeden Fall ganz stark inzwischen darauf am Achten, dass wir die Signale nicht anhaben, weil in dem Moment kommen sie. Des Weiteren haben wir also den Basisbau nochmal etwas vorangetrieben. Also, auch hier seht ihr Teile noch abgeschlossen. Also, hier ist hier einfach, es war unheimlich. Und wir wollten euch das Ganze zeigen. Jetzt geht's mit. Das war meine Katze. Okay. Gut. Ich wollte sagen, der ist umgefallen. Ich wollte gerade sagen, beruhigt. Ich habe gerade auch irgendwie so gedacht, dass du gerade rumgeflogen wärst, aber okay. So, wir haben den. Ne, ich muss mich anders ausdrücken. Der liebe Dodger hat den Basisbau vorangetrieben. Also auch hier geht's jetzt langsam, aber sicher weiter. Sodass wir uns dann hier so ein bisschen in den Berg verziehen können mit unseren Einheiten. Und ihr könnt auch sehen, mach ruhig nochmal an. Der Dodger baut hier noch so einen klitzekleinen LKW, baut er auch. Ist das von dir ein Projekt oder hast du den aus dem Netz? Der ist nicht aus dem Netz. Das ist deiner, ne? Ja. Ach du Scheiße. Ja, also ihr merkt, der Dodger ist da noch an so einem Projekt dran. Boah. So, in der Zeit, wie gesagt, auch ich war nicht ganz untätig. Ich meine, den Panzer kennt ihr. Den hier, wie gesagt, habe ich noch mal ein bisschen angepasst. Der hat noch ein paar mehr Triebwerke gekriegt, nach vorne und nach hinten. Das ist tatsächlich auch der Flieger, mit dem ich das meiste abfangen konnte. Ja, der dicke Kollege musste auch einmal fast komplett neu konstruiert werden. Zumindest die vordere Hälfte, die war nämlich komplett abgesegelt. Wie gesagt, das große Schiff ist hier drauf geknallt. Hat hier alles mit zerstört. Das Schiff stand da, ist mit abgeflogen. Das war alles ein bisschen uncool. Hat auch irgendwie so ein bisschen seelisch wehgetan. Ne, ich meine, wir sind hier, um zu ballern. So ist nicht. Das haben wir ganz klar in diesem Spielstand
vorgehabt. Das ist so. Aber ist halt trotzdem uncool, wenn dann deine Bauwerke so richtig zerledert werden, ne? Und das halt auch, wenn man noch nicht bereit dafür war. Das mit der Kanone hier hat ja ziemlich gut geklappt. Mit der Assault Cannon. Ihr erinnert euch vielleicht an unseren ersten Angriff. Wenn nicht, schaut euch auf jeden Fall das Video an. Das wird bestimmt ein Hund gewesen sein oder so. Und weil das so gut geklappt hat, habe ich gedacht, ey, sowas baue ich auch nochmal als Fluggerät. Also sprich, vor allem, wie gesagt, handelt es sich hier drum einfach nur um eigentlich ist es eine fliegende Assault Cannon. Also tatsächlich mehr Zweck erfüllt dieses Ding nicht. Es hat sehr, sehr viele Batterien an Bord, sodass ich hoffentlich lange fliegen kann und weite Ziele erreiche. Oder halt eben lange in der Luft schweben kann. Das war so mit noch mein Gedanke. Ne, hier die Seite habe ich jetzt schon ein bisschen verkleidet. Die ist schon etwas weiter gebaut. Und das Ganze müssen wir jetzt noch auf der anderen Seite vervollständigen. Und dann haben wir das auch wieder. So, dann hoffe ich, dass wir mit dem Ding, wie gesagt, fliegen können, ein bisschen erkunden können und können dann vielleicht auch die ersten Positionen aus der Ferne mit einer Assault Cannon angreifen. Das war so der Gedanke. So, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Nee, alles gut, alles gut. So, von daher gucken wir mal, dass wir das fertig machen. Was steht sonst noch auf dem Plan? Basisweiterbau. Basisbau. Ich denke, ein Fluggerät, was nach unten hin ein paar, seht ihr noch die Restteile von meinem Schiff. Ich denke, ein Fluggerät, was nach unten hin mit Grindern ausgestattet ist, wäre an dieser Stelle auch nicht verkehrt. Dass man dann vielleicht wirklich hingehen kann, kann hier die Reste einsammeln, ne? Denn das ist ja doch schon eine Menge. Vor allem hier die Teile. Ich meine, zieht euch das mal rein, womit das Ding durch die Gegend geflogen ist, ne? Hier sind einfach 115 Panzerplatten in einem Teil. In einem. Hier 8000 Eis haben wir hier, also das ist schon wirklich eine Menge, was da runterkam. Willst du vielleicht einfach die Bohrer dann auch mal durchfliegen lassen? Was? Beim Basisbau. Sollen wir die Bohrer einmal komplett durchdrücken? Dann können wir die zurückfahren oder so. Würde ich nicht machen. Warum? Weil zu wenig Container. Du kannst die Kolben einzeln ansteuern. Das hatte ich so extra gemacht. Und dann drück sie mal vor. So, Boris, müsste ja noch alles passen. Lieber Kaffee, falls du zuguckst, übrigens ein Tipp für dich bei den Kolben. Denk immer daran, Share Intersia Tensor. So, entschuldige den Lärm, ich drück die nach vorne. Ach, die sind ja schon ein, waren die schon ausgefahren scheinbar, ne? Ich drück mal zwei nach vorne. Also einer wird ausgefahren gewesen sein, wenn ich mir das angucke. Jawoll! Jawoll! Ich baue direkt noch eine Kryokammer. Da baue ich doch direkt eine Kryokammer. Das lass ich mir doch nicht nehmen. Machen nur Aufräumarbeiten gerade. Das ist mir voll egal. Da könnte der Cleaner. Ey ja, bau dir ein Zimmer. Der muss bleiben. Der Cleaner könnte. Der Cleaner? Ja. Ja, ja, sicher da. Ja, sicher. Geil. Sicher. Mango, joinen einfach über Steam. Rechtsklick auf meinen Namen, beitreten, fertig. Ja, ich bin gerade noch im Tutorial, also nicht im Tutorial, aber halt in so einer Welt, wo nochmal alles erklärt wird. Also ja, doch schon das, doch das Tutorial. Ich glaube nicht, dass du das heute noch schaffst. Ich hab's ja schon mal gemacht. Ach so, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Entschuldige. Player Toto has joined your faction. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, ich bin halt noch nicht so fett. Noch nicht so. Noch nicht so fett? Nein, noch nicht so. Ja, keine Ahnung, wo das Wort jetzt auf einmal herkam. Aus deinem Kopf. Wirklich? Noch nicht so gedingst, noch nicht so eingearbeitet in das Spiel wie ihr. Das würde ich mich vorne bei hier, bei Lynx Krankenstation, Corner Medical Room. Lynx ist mein Panzer, kannst du da auch joinen? Genau, ansonsten Medical Room müsste auch gehen. Alles da. Wir haben, glaube ich, nur den einen. Ja, ich gehe, glaube ich, noch zu trinken holen und so alles und dann mache ich.
Macht das. Aber kannst du überlegen, ob ich da rausgehe? Auf keinen Fall. Du bist jetzt fix. Habe ich hier die Batterien eigentlich schon fertig? Ne, habe ich nicht. Ich dachte jetzt schon. So, das habe ich fertig. Das habe ich fertig. Die können wir ja jetzt hier mal. Wo muss ich da jetzt auf deinen Namen gehen? Wie, wo musst du da auf meinen Namen gehen? Theoretisch müsstest du erstmal der Fraktion beitreten. Was für eine Fraktion? Unsere Fraktion. Ich glaube, wir heißen die Alte Garde oder sowas. Prüfe. Fraktion, wir sind die Alte Garde. Und dürftest du eigentlich so klicken können. Wo denn? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, wie dein Bildschirm aussieht. Ich bin jetzt gerade im Hauptmenü. Also, wo ich dann auf Spiel fortsetze, neues Spiel, Spiel laden, Spiel beitreten und so. Ja, dann, da bin ich. Du bist mir doch schon gejoint, oder nicht? Nee, das ging nicht. Okay. Weil da irgendwas. Warte, ich gehe jetzt nochmal. Spiel beitreten. Warte. Weil hier steht Player Connected, El Mango. Player Disconnected, El Mango. Jetzt kommt, sie konnten im Spiel nicht beitreten. Ursache, der Server befindet sich im experimentellen Modus. Wenn sie beitreten möchten, schalten sie diese Einstellung in den Spieloptionen ein. Ja, dann weißt du da, was zu tun ist. Spiel. Experimental. Da, experimenteller Modus. Bestätigen. Ja, will ich. Okay. Dann. Probier's nochmal. Wir beitreten. Ach, okay. Ja, Mods werden heruntergeladen. So, das haben wir. Da komm ich jetzt rein. Na, siehste. Aber ich habe jetzt noch nicht gelernt, wie man so Fahrzeuge baut und so. Das wurde mir noch nicht erklärt. Das ist gar kein Problem. So, da hinten nochmal. Erstmal gucken, wie ich das Ding jetzt zusammengewurschtelt habe. So. Da, die alte Garde. Genau. Beitreten. So, und jetzt muss ich Lynx Krankenstation raus, oder wo? Entweder das, oder einfach diesen Medical Room, glaube ich, heißt das Ding, ne? Corner Medical Room. Servus. Tag. Okay, nee, solche Maschinenchen habe ich noch nicht gebaut. Alle in Richtung Batterie. Wo seid ihr denn? Ich bin hier außen. Achso, wir haben unsere Signale haben wir an. Du müsstest uns eigentlich sehen. Der Dodger fliegt im Tunnel rum. Pass auf, du hast noch keine Flasche. Das heißt, vermutlich ist dein Vorrat an Hydrogen sehr begrenzt. Ui, das geht ganz schön schnell weg. Vermutlich zumindest, ne? So, da ist einfach ein Flacher dran. Und da drunter. Nö. Okay. Seid ihr die feindlichen Signalquellen, oder? Nein. Es sind einfach nur sehr viele Feindliche. Da, der Schütze, der klebt da oben irgendwo rum. Genau. Wo sind denn die Flaschen? Ja, warte. Müssen wir hier bauen. Produktion. Da. Mal zwei davon. So. Also genug Vorrat habe ich jetzt hier geholt. So, ich habe euch mal jedem hier eine Hydrogenflasche reingeschmissen. Reingeschmissen? Musst du suchen. Gehst hier an irgendeinen Dingen? Hier zum Beispiel an der Tür, wo ich stehe. Ach, guck mal, hier ist sie sogar drin. Hast Glück. Da nimmst du dir eine Hydrogenflasche raus. Das ist die mit dem Feuer, ne? Nee. Genau. Das so. Okay. Mit dem Blubbel, das ist Sauerstoff. Sauerstoff. Wasserstoff. Dann mit dem Wasserstoff, warte. Dann muss ich I drücken. Oder irgendwie. Wie?
Du gehst an die Türe, drückst I für Inventar. Ja, ja, genau. Ich hab die schon in meinem Inventar jetzt. Ja, dann ist doch alles gut. Dann ist alles erledigt. Die ist voll, so, alles gut. Du bist damit dann durch. Ja, sind wir schon voll? Ist es schon soweit? Leider nein. So. Das hier, das kannst du nur ertragen, wenn es wirft. Also, siffst du. Ich stehe vor mir. Keiner, nicht selber. So, hi Flo übrigens. Sorry, ich habe noch gar nicht guten Tag gesagt. Sarai Zani, schön, dass du auch wieder mit am Start bist. Ich hab doch Wasserstoff hinzugefügt. So. Tür hat eine Energie. Was? Ich bin am Söken. Söken? Flash ist im O2-Generator, direkt neben der Krankenstation ist die drin. Ist auch voll. Habt ihr schon Stufe 2 oder sowas irgendwas? Nein, ne? Ja, doch. Müsstest du hier hinten am Container gucken. Wir haben sogar schon eine Handvoll Stufe 3. Ich glaube, es ist aber nichts mehr von übrig. Guck mal, hier hinten in dem großen Container. Mango, rück erstmal O, ne? Dass dein Dings aus ist, ne? Falls du schon getan hast. Unsere Signale haben wir an, damit wir uns erkennen. Also, das funktioniert? Ja, da kommt bis jetzt keiner. Im Endeffekt, wenn einer kommt, dann ist das so. Dann halten wir gegen und fertig. Also. Was denn? Haben wir bis jetzt ganz gut geschafft. Schaffen wir auch nochmal. Habt ihr Bewaffnung hier, oder? Dezent. Ach, du warst noch nicht hier draußen. Okay. Ja. Ja, komm erstmal an, kommst du raus. Bisschen was steht schon hier, bisschen. Ich bin draußen, ja. Ja, ich sehe das hier so ein bisschen im Gs und so was alles. So ist gerade als Werkzeug, damit ich das nicht wie doof hier mit Stufe 1 rumeiern muss. Hier hinten, wo ich bin. Guck mal hier an den zwei Raffinerien. Hier ist der schwarze Container, der noch draußen steht. Ah ja. So, ja. Und hier unten drin hast du die ganze Stufe 2 Klimpim. Ansonsten bauen wir dir was, das ist auch kein Problem. Nö, reicht. Also Ressourcen haben wir. Naja, geht. Magnesium brauchen wir. Meint ihr jetzt hier Standard? Genau, Standardbohrer, alles den Quatsch, halt, dass der rauskommt. Ja, ich habe auch noch nur die Standarddinger. Hier ist aber noch drinnen einmal eine Säge, einmal ein Bohrer. Nur der Schweißer, der fehlt. Der ist nicht da. So. MG, Munition, habt ihr sowas auch schon? Ja, ne? Dezent, so, ne? Aber unser Magnesium ist leer gegangen. Also man kann auch theoretisch nochmal mit dem Liga-Nachschub holen. Also habt ihr auch einen Punkt, wo ihr Dings kommt? Ja klar, warte, müsste ich dir auch alles noch schicken, ne? Ja, alles step by step. Ich werde mich jetzt erstmal um den Schrott kümmern. Schredder haben wir nicht oder sowas, ne, wo ich es reinschmeiße. Nee, das ist halt der Punkt. Wir haben auch an sich, ich sag jetzt mal, kein Fluggerät, wo du einfach nur Zeug mit transportieren könntest. Das fällt mir jetzt gerade auch ein. Wir hätten ja theoretisch einfach einen Flieger machen können, mit dem man Krempel transportieren kann. Haben wir nicht. Wer baut den jetzt? Na du. Darf ich mir so eine, Pistole rausnehmen? Ja, natürlich. Ach, hier ist es. Ich würde mir dann auch eine Stufe 2 Handbohrer und Stufe 2 Schleifenmaschine rausholen. Ja, sicher. Ist ja alles drin. Also das auf jeden Fall. Du bist auch der Schweißer, der ist nicht drin, wie gesagt. Den müsstest du ihm noch machen. Ja, ja. Ach so. Ja, ist gut. Mhm. Krieg ich auch noch irgendwie hin, das Ding zu machen. Inventory voll, ich habe schon Schrott aufgesammelt. Was ist denn hier unten? Eis. 6,1K. Ja, hier liegt halt, wie gesagt, von allem was rum. Die haben. Wo schmeißt du das Zeug rein, damit es verarbeitet wird oder sonst irgendwas? Theoretisch einfach irgendwo. Die Raffinerien ziehen sich das ja selber. Okay. Also normalerweise ziehen die sich das selber. Ja, laufen gerade an. Wunderbar. Kann die Pistole, die kann ich, die ich krieg, wie packe ich die nochmal unten in meinen Schnellzugriff? Nimm dir keine Pistole, hol direkt ein Sturmgewehr, warte. Ich baue noch eben zwei. Toto braucht ja dann auch eins, weil das könnt ihr definitiv gebrauchen. Okay. Hier, zwei MR50A werden gebaut. Munition, ja.
Ich schmeiß zwar 30, 40 Stück in die Produktion, ich glaube aber hier in dem Container sind auch welche drin. Hier ist noch 111 mal Maschinenkanonenmagazin. Nee, das wird dir nichts bringen, Maschinenkanonenmagazin. Teilst du noch deine Dings vom schon? Ja, warte, ich muss gerade mal eben rechnen. Was war das? War bei euch? Ich hab hier überall, ja. Oh, Waffen. Wir kriegen Besuch. Wo genau? Ich nehme mir meine Pistole aus. Alles klar. Reaper, 4,2 Kilometer. Der Berserker? Ja. Fuck, okay. Wie kriege ich denn jetzt nochmal meine Waffe in die... Toto, du bist doch gut im Fliegen. Hier, rechts neben mir das Ding. Einsteigen, ab geht's. Der Schwarze, der da noch steht. Was denn? Hier bin ich hier drin. Ja, komm, mach. Ich brauche nur ein MG und dann gehe ich mit da so auf die Jagd. Wo ist okay, das MG? MG, komm auch raus. Pistole will ich nicht. Pistole, Gewehr wird gebaut, komm. So, es ist alles eingeschaltet. Ich hoffe nur, ich habe genug Munition in dem Dingen. Sieht gut aus. So, dann komm her, Junge. Wie geht das in den Schnellzugriff? Das Ding heißt okay, einfach Berserker, ne? Ja, der macht dich auch nicht. So, da ist das Gewehr. Ja. Wo schießt er denn drauf? Da. Reaver. Berserker, den 6,1. Seid ihr sicher, dass der zu uns kommt? Ich bin auf fast 2000 Meter. Reaver Berserker ist detected von Target. Schlag mal links aus. Was ist denn hier an? Hat hier irgendeiner eine Barke an oder sonst irgendwas? Nein. Mein privates Signal ist an. Ich hab meins ausgemacht. Ich sehe das. Alter! Der schießt mit Raketen auf mich! Boah! Keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Es ist viel zu schnell. Ich gehe mit allem drauf. Du machst gerade, mach einfach gar nichts gerade. Okay. Das bringt gerade nichts, wenn du jetzt fragst dabei noch. Wir probieren jetzt irgendwie. Der ist 3,22 Kilometer entfernt. Der zieht wieder nicht ab. Mehr entfernt. 3,4, er haut ab, ja. Mhm. Kann ich auch sagen, warum der abhaut. Weil er dir folgt. Mhm. Junge, ich hab gleich 7000 Schuss in den reingehauen. Du kannst noch mehr reinballern. Boah! Die haben alle Heavy-Dinger. Ja, und Raketen. Bam, bam! Ich glaube, er schmiert ab. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, der fällt ziemlich schnell auf Boden. Oh, das gibt einen Krater. Bitte nicht zu uns. Naja, das wird. Der ist passt bei uns. Alles perfekt. Können wir looten. Brauchst du nicht. Da wirst du von rechts geschossen. Schießt du auf rechts irgendwas? Ich schieße auf gar nichts gerade. Das bin ist meine. 1,4 Kilometer Interlooper Raver kommt reingeflogen. 1,4 am Boden hier bei uns. Was? Wo? Ja. Yep. Direkt hier am Boden bei uns. Das ist das Ding doch. Ach, ein du Interlooper? Scheiße. Nein, der eine ist abgestürzt. Das ist noch eins. Das ist ein Reaper. Bei mir ganz alleine. Bodenfahrzeug, oder? Ja, Boden, zwei Stück. Was? Ich? Ja, zwei Stück. Fang an drauf zu ballern. Ah, Jutta, wo bist du überhaupt? Bist du nah genug dran? Such Löcher und sowas halt, ne? Aber es war ein Hit. Naja, gut, jetzt hat er ein Problem, ne? Ich habe das Ding dafür gebaut, dass das Geräte auf der Erde angreift. Ich würde mir die Teile halt echt mal gerne angucken. Das ist eigentlich mein größtes Problem. Überflug. Terrorschauer erwartet. Nächsten. So, der kriegt eine Breitseite. Ich
Geh mal in den rein, hör auf, sie schießen. Der schießt ja gar nicht mehr. Ich gehe von unten auf die Triebwerke, schieße ich gerade. Ich bin schon auf dem nächsten, Jung. Ich bin schon am nächsten. Der Dodger steht da unten noch mit seinem Fahrzeug. Ja. Ich stehe direkt unter dem. Ach, das ist hier der Berserker, der abgeschmierte. Ah, okay. MG ist schon ausgeschaltet. So, er kommt runter. Ich habe die Triebwerke weggeschossen. Wer? So, ich gehe rein. Ist hier noch einer? Aber nicht auf mich. Achso, das ist Schutz. Hier bin ich, ne? Ich weiß nicht, wo hier ist. Ja, ich habe Barke wieder an. Ich weiß trotzdem nicht, wo du bist. Ich bin über dem Dodger. Ja, und ich bin da bei dem, was ihr auf jeden geballert habt gerade. Der Berserker, der abgestürzte. Ja, genau. Ich habe dem zersägt gerade die Antenne. Ja, ich komme zum Berserker. Ja, Waffen sind ausgeschaltet. Oh, so. Wei, ey. Mein armes Schiff. Mein armes Schiff. Gleich fällt er wie ein nasser Sack. Schütze gleich im Krater hinterher. Ja. Blöde Sprüche kloppen, das könnte, aber guckt es euch an. Der hat mein Triebwerk noch an. Ja, ich zersäge ihm gerade die Triebwerke. Ja, nee, du bist aber. Also, Schütze ist jetzt gerade über mir mit so einem großen Ding. Also, vielleicht müssen wir die privaten Signale doch auch ausschalten. Junge. Na, Männers. Ja, Kaloi. Alter Schwede, ey. Bestandsaufnahme, ja. Das ist defekt. Ein MG ausgefallen, andere fast. Gatlings haben was abgekriegt. Kanonen geht's gut, Heck fast unbeschädigt. Boah, Junge. Front komplett krumm und schief. Ach du Scheiße. Junge, was war das für ein Vieh, ey? Okay, viel ist ja nicht mehr übrig. Oh, die Triebwerke sind nett. Das sind ja Hydrogentriebwerke, ne? Ja. Da ist Platin drin. Ja, hab ich hier einen Haufen schon zersägt. Auf dem großen. Ach du Scheiße, ey. Boah. Gatling, Autokanone, Raketenwerfer. Aber das war ein Small Grid, ne? Das Ding ist Small Grid. Ja, nicht der hier, wo ich bin. Doch, das war ein Stück von dem. Ja. Also müsste. Doch, das ist auch alles Small Grid, Toto. Es war nur ein sehr mächtiges Small Grid. Ja. Und ein Fahrzeug kam jetzt auch? Ja, naja, ein Bodenflugzeug. Ja. Ein Was Hovercraft. Ist denn ein Bodenflugzeug? Ein Hovercraft. Das ist noch relativ intakt, ne? Welches da, wo ich gerade bin, das habe ich hier, ziemlich... hier, wo der Dodger ist. Ich bin wieder bei Base. Ja, ich muss auch zurück, wie gesagt, also wir sind zwar gut klargekommen, aber Computer. Weil, okay, ich sollte vielleicht doch noch mehr Bremstriebwerke hier dran bauen. Computer. Gut. Also ich würde mal sagen, ich baue jetzt mein Fahrzeug, was nur dafür aufgebaut ist, jetzt hier Schrott zu sammeln. Willst du das nicht besser in den Flieger packen? Also Fahrzeug kann natürlich mehr mitnehmen, aber Flieger könntest du halt nach unten gerichtet Sägen bauen und dann direkt loslegen. Boah, ey. Ja, das braucht auf jeden Fall einen Large Grid hier, das Ding. Das da hinten, ne? Ja, genau, da war ich gerade. Ich habe das meine Energies. Ich habe das Gefühl, jetzt wo die einfach wissen, wo wir sitzen, kommen die. Wer schießt denn hier? Kann sein, dass die Gatlings auf Wölfe oder so schießen. Die haben wir ja auch noch alle an. Mein armes Fluggerät, ey. Bei dem Regen sehe ich natürlich jetzt nichts, ob der da mal kühlt. Das ist eine absolute Katastrophe, ne? Geil. Was denn? Da wird ja richtig fett geschossen. Wo denn? Ich höre da immer wieder so Schüsse, ne? Vielleicht ist das der Dodger. Nein. Ich habe mein Fahrzeug erstmal wieder in Stand gesetzt. Ich glaube, ich brauche dafür ein paar Minuten. Ja.
Gut, also anfangen zu bauen. Ich glaube, ich baue mir auch ein Fahrzeug. Ja, also wie gesagt, du kannst natürlich ein Fahrzeug bauen. Ich würde vielleicht ein Fluggerät bauen mit Sägen nach unten. Ja. Das muss ja designerisch kein Highlight werden. Du kannst ja, wie gesagt, riesige Container bauen oder wir bauen es zusammen. Das geht von mir aus auch. Oh ja, gerne. Dass wir dann also, jetzt erstmal, wie gesagt, gucken, dass wir da, ich sag mal, in erster Linie einfach Container zusammenbrutzeln. Mhm. Da Sägen unten dran klatschen und dann halt gucken, dass wir das Ding einfach irgendwie in die Luft kriegen. Also mit mächtig Triebwerken, Batterien oben drauf geschmissen oder sowas in rauen Mengen. Ja, von den ganzen Sachen, die der gerade labert, habe ich gar keine Ahnung. Also. Ist ja nicht schlimm. Ich meinte auch ein Foto. Ach so. Oh. Ich finde es schön, dass du direkt einsteigst und dann sagst, jo, so machen wir es. Ja. Ja, ist doch genau richtig. Ja, guck, fast schon gar nicht mehr so schlimm, Mensch. Aber, gut geschlagen. Kannst du mir dann trotzdem oder irgendeiner von euch vielleicht ein bisschen helfen, so ein Flugzeug zu basteln? Kriegen wir bestimmt gleich alles hin. Na eben, wie kann ich denn nochmal meinen Fortschritt teilen mit euch, Mensch? Fraktion? Ach hier jetzt. So. So, einmal die Kiste hier instand setzen, falls die nächsten kommen. Ich glaube, das hat gar nicht so schlecht abgeschnitten, der Kollege. Vorne die Gatlings haben was mitgekriegt. Was soll's? Kanone hat was mitgekriegt. Wie weit da überhaupt rein muss. Hm? Ach, schon gut. Ich habe nur laut gedacht. Wie sieht es dahinter aus? Er ist schon wieder einen Schuss gefangen. Was sind die Wölfe denn hier? Also wie gesagt, genau, wir haben Wölfe an, das schießt natürlich alles automatisch drauf, aber... Boah, wir müssen jetzt gerade eigentlich echt viel parallel machen, ne? Wie gesagt, die Abwehr instand halten. Am besten sogar noch was ausbauen irgendwie. Alter Schwede, war das so ungefähr das, was du auch mal erzählt hast, Toto? Nee, aber weiter nicht. Nee? Nee, weil ihr einfach hier draußen bauen könnt. Wir konnten nicht. Wir sind direkt in den Berg erstmal rein, haben uns versteckt und dann haben wir erstmal da richtig im Berg uns mit der Hand da alles zurecht gegraben und sowas alles. Ja. Und irgendwann haben wir dann uns mal getraut, auch aus dem Fenster rauszugucken, so gesehen. Und sobald du irgendwie ein Signal hattest, die schwebten über uns und ab gewissem Radius, die haben nicht geortet, die haben einen Bodentruppen losgeschickt, die haben dann das alles sondiert, sind über Land gefahren, Patrouille und da kamst du erstmal nicht mehr raus. Und wenn die dann gesehen haben, dass du Türme hattest, weil wir hatten ja immer noch Abwehrtürme draußen, die haben darauf rumgeballert wie behindert. Also das ist eigentlich jetzt noch gerade so als erster Schnitt, finde ich gerade wenig, was da gerade kam. Mhm. Aber ihr habt ja auch schon einiges hier stehen, also mich wundert halt, dass ihr nicht komplett im Berg drin seid, sondern hier draußen echt aufgebaut habt, mit den riesen Cargos und so alles. Was... Nee, wir hatten ein riesen Glück. Wir haben ja auch noch diese andere Fraktion hier, diese Imber, ne? Ja, und die hatten da drüben mal eine komplette Basis. Und die haben sich erst gegenseitig gefetzt. Ja? Das war halt unser Riesenvorteil. Wir haben aber da drüben die Basis zerledert irgendwann. Die gilt es übrigens auch noch abzuräumen. Nein. Nicht? Ach, hast du schon? Nein. Okay. Die gilt es nicht mehr abzuräumen. Gut. So. What is this called?
We call this Flick Schusterei. Ich muss, glaube ich, auch erstmal gerade wieder hier reinfinden, nur das ist ja auch wieder so ein Punkt. In Germany we say Flickschusterei. Flickschusterei, ja. Mal Flicke drauf, dann geht's wieder. Ja, was willst du jetzt hier großartig machen? Keine Zeit. Muss jetzt einfach hier zusammenbrutzeln, Wigger. Boah, Junge, Junge, ey, ich bin gerade echt froh, dass ich dem Ding wirklich so viel Panzerung und alles verpasst habe. Sogar die Triebwerke haben hinten was abgekriegt. Die Batterien sind alle intakt. Das ist alles gut. Sehr, sehr schön. Hat sich gut gehalten. Hat sich sehr gut gehalten. Toto, wo kriege ich diese Dinger hier, die du da hast? Die Stahlplatten. Das sind ganz normale Stahlplatten nur. Nein, ich meine da diese Kästen. Den Fuß unten. Den Fuß und die, das, was du da drauf gebrannt hast. Und musst du bei 9, musst du standardmäßig den Fuß schon dran haben. In welcher Kiste denn? Nein, du musst den, du hast den Stahlplatten, musst du rausholen. Stahlplatten, du Motoren. Genau. Du brauchst erstmal nur Stahlplatten, dann kannst du alles erstmal irgendwo hinsetzen. Oder ja, das Stahlplatten meiste. Habe ich sogar noch ein paar im Inventar. Genau, no, musst du den ja auch hinsetzen. Jetzt habe ich nur wieder das Problem, weil ich das nicht mehr in die, achso, mit G war das. Genau. Ach, ich wollte gerade sagen, wieso sind die Dinger hier so nackig? Ja, weil er mir alles an Licht weggeballert hat. Ja, aber wenn ich dann auf G gehe, da sind diese Stahlplatten gar nicht, also wenn ich die dann suche. Nee, sind im Inventar. Mit I. Aber wie kriege ich die dann? Nein. Das ist jetzt natürlich schwierig gerade, weil ich es auch probiere, schnell was zu bauen. So zu erklären. Weil ich bin eigentlich auch noch Noob. Egal mit meinen Stunden. Ich bin jedes Mal Noob, wenn ich hier 3 Wochen Dinge gespielt habe. wenn du auf 9 gehst, ne? Dann hast du jetzt praktisch, ich weiß nicht, ob siehst du so, was ich hier gerade in Hand habe? Das hier so schwebt. Nee, ich muss hier auf mich drauf. Nee. Das, 9, das hier. Bei der 9, da habe ich so einen komischen Fuß. Ja. Genau, das ist der Fuß, hast du Stahlplatte. Du drückst jetzt auf die 9 und dann kommt das Ding und dann setzt du das irgendwo hin. Wenn der riesengroß ist, drückst du nochmal 9, dann wird der klein. Genau. Das ist erstmal das Grundgestell. Danach siehst du, wenn du im Schweißer drüber gehst, aha, der braucht einen Motor, der braucht eine kleine Stange zum Beispiel, Beherrschungskomponenten oder sonst irgendwas. Mhm. Und die gehst du dir dann rausholen. So, jetzt mit dem Schweißer drüber. Wer brauchst du eigentlich nicht? Der steht ja jetzt so gesehen. Achso, da ist Fahrwerk. Ich brauche eine Stahlplatte, einen Motor, ja, habe ich alles drin. Also genau, und dann kannst du zu Ende schweißen. So. Sehr geil. So, und dann jetzt muss ich ja irgendwas draufklatschen. Erstmal am besten immer ein paar Klötze. Einfach, dass du von dem Fuß ein bisschen, sage ich jetzt mal, wegkommst. Naja, logisch. Wo gibt's die Klötze? Ja, die baust du über 4. Die hast du, ich sag jetzt mal, serienmäßig auf der 4. Ja, scheiße, da habe ich jetzt meine Pistole letztens hingelegt. Aha. Warte, die Pistole, die kommt. Krieg ich die wieder weg? Achso, jetzt. Da oben, auf was schießt du da oben? Auf Meteoriten? Meteoriten, ja, das schießt von alleine. Das ist nicht er. Das schießt von alleine. Warte mal, also Meteoriten hat sie auch. Ja, natürlich. Wie heißt das, was ich wieder reinpacken muss? Stahlklotz. Stahlklotz. Okay. Gut, das ist schon was. So, was meinst du gerade? Na, passt schon. Nee. Leichte Panzerung war das, stimmt. Genau, Alpha D hier. Musst du auch nicht. Musst ja nicht so wie ich zum Beispiel es gemacht habe. Ich habe es ja auch nicht jetzt hier gebaut, ne? Einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, so wie viel du haben möchtest, draufsetzen. Und danach gehst du weiter. Ja. Zwei mittelgroße Cargos, oder zwei große Cargos hatten nochmal wie viel Ladevolumen? Weißt du mal aus dem Kopf? 1,2 Millionen? 42.000. 42. Ah, Moment, bist du im Small oder im Large Grid? Im Small und hab deine großen Frachtcontainer. Müssen drauf. 42.000 sein, ist aber eine Menge. Okay, so habe ich jetzt zwei Stück. Ist ein kleiner Cargo im Large Grid. Genau. So habe ich 2 Stück. Oh. Mehr. Sollte reichen, ne? Mehr. Mehr? Mehr. Echt für die Dinger da hinten? Richtig auslasten. Richtig auslasten.
Ich brauche hier irgendwo noch eine Kamera drauf. Denn mit einer Kamera kann man zoomen und zoomen ist wirklich Gold wert. Ja? Ja. Setze ich die jetzt einfach kackend reißt hier zwischen. Sieht dann komisch aus, ne? Sieht sehr komisch aus. Und ich. Deswegen habe ich, das habe ich da in dem einen Ding festgestellt, da hatte ich auch eine Kamera drauf. Mhm. Das war sehr, also war wirklich Gold wert. Ah, geil, da kann man eine dran machen. Das wäre sehr schön. Das war richtig gut, dass ich mir, wie gesagt, das Ding einfach ranzoomen konnte. Oh, fuck. So, dann jetzt für ein Schiff, für ein Flugzeug brauche ich so eine Steuerkappel Dingsbums, ne? Mhm, Cockpit. Mhm. Ein Cockpit. So, Toto, soll ich mit dir bauen? Kannst du machen. Ich habe jetzt, die Idee ist jetzt gerade, die ich jetzt so verfolge, ja. Ziemlich einfach. Ja. Ich habe auf der linken Seite ja. Sind jetzt nur die kleinen, ne, die kleinen Anschlüsse und dann rechts sind die großen, oben sind kleine. Dass ich vielleicht eine folgendes Problem, darf ich direkt klugscheißern? Ja, hau rein. Der Grinder braucht einen großen, damit wir den vernünftig bauen können. Ja, und der ist ja unten. Das Gestell wird ja gleich noch variiert. Du hast da nur drei Dinger. Der ist nicht unten. Ja. Nee, du hast unten noch einen kleinen. Ach, den kleinen unten. Jetzt habe ich doch vertan. Genau, ansonsten wäre das genau das, ja, was ich okay. Dir auch... Nee. Da kann ich... Ach, stimmt ja. Nee, das hätte ich ja mit der Kurve, hätte ich ja rechts, links einen Schneider dran machen können. Dann hätte ich auf einem Container immer zwei Schneider dran. Reiß mal die Dinger weg. Ich habe eine andere Idee. Dann wird es auch einfacher, dass wir die zusammen schustern. Ich hab aber auch wieder gerade eine Idee rein. So. Ja, okay. Das ist ja jetzt schön dabei, ne? Dieser Querschuss, den haben wir immer wieder, ne? Das geht ja recht schnell. So, du könntest jetzt hier von oben direkt einen Container draufsetzen. Den fetten. Ja, dann vielleicht links und rechts noch die. Boah, nein, pass auf, wir machen das anders. Die Kurven. Du weißt doch, die kennst du die Kurven. Dann habe ich einen großen Container. Ja, nicht die Kurven, sondern diese Dingens hier. Ja, diese einen, ich weiß, was du meinst, da können wir noch einen weiter dran setzen, diesen Verbinder oder wie das genau. Heißt. Genau, so, vor allem dann können wir die Dinger direkt nebeneinander klatschen. Ja, dann hätten wir zwei Fräsen, jeweils auf der Seite, das heißt ja 2, 4 bei 3 Container, hast du schon 6 Stück, also 12 Stück insgesamt. So, wir könnten jetzt hier, warte, einfach nur Schluss mal gerade. So könnten wir die Fräsen dran setzen, also dass wir wirklich so 3 Stück praktisch unten haben. Ja, genau. Das dann fortführen. Wie viele wollen wir denn? Ah, ich habe kein Zeug mehr. Also, die Idee war bei mir, ich habe ein Schiff, was eine gewisse Breite hat dann, nur mit Fräsern unten, dass ich einfach nur mich senke. Genau. Und immer wieder beim Ablassen immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gleiche Idee hatte ich auch. Genau, gut. So, jetzt bisschen übertreiben. Aber dann jetzt noch Triebwerke rein. Die Triebwerke müsste ich... Klatschen wir außen dran. Ja, für mich, da wird das Ding aber eine Plattform, ne? Ja, unwichtig. Ja, okay. Oder stört dich das? Nee, dann mache ich eine Plattform daraus. So, wir können die auch noch größer machen. Medium Storm inbound, okay. Was? Ja. So, jetzt war mein Gedanke, wenn wir 3 Stück nebeneinander machen, ne? Müssten wir theoretisch die Large Cargos... So, jetzt muss ich aufpassen. So, die Dinger sind so durcheinander verbunden. Also die sind in der Mitte miteinander verbunden. Jetzt könnten wir die so noch nach vorne und hinten verbinden, wenn wir lustig sind. Ist der da drauf? Also du willst jetzt gar nicht jetzt ein ganz... Ne, hast falsch gesetzt, oder irre ich mich gerade? Ne, warte. Hä? Du stehst mir im Weg. Da ist immer eine Lücke. Ja, weiß ich. Das geht auch nicht anders. Bitte, der ist jetzt verdreht gewesen. Verbunden sind die ja ein großer Frachtcontainer, okay. Kann sein, dass ich die hier vorne verdreht habe. Ich setze die einfach nochmal. Achtung, ich schneide den unter dir weg. Ja. Ja, aber du wolltest ja eine Plattform haben, das heißt, du musst breiter gehen. Ja, machen wir. Alles bestens, machen wir auch. Wir werden noch breiter. Okay. Shit. Ich denke jetzt nämlich gerade sowas wie an das Mining-Gerät, weißt du noch, vom Dingsbums? Von unserem Sternzerstörer, Mann. Nudel.
Nudel, genau. Die Plattform, die Bohrplattform, weißt du? Du hast so eine breite Plattform, ja, ja. Außen die Triebwerke dran, einfach nur senken und wir schnibbeln da alles weg. Korrekt, genau so möchte ich das auch haben. So, der Gedanke ist halt jetzt nur, unten die Teile habe ich im Prinzip von links nach rechts verbunden. Sollte warum auch immer da irgendwas kaputt gehen, haben wir halt jetzt nochmal eine Verbindung von oben nach unten. So, von vorne nach hinten durch die Container. Wir müssen zwischen den Containern müssen wir noch diese Conveyor Frames setzen. Ich glaube, so heißen die, ne? Warum? Ja, damit die auch untereinander verbunden sind. Stabilität und so, Möglichkeit, voll gut. Du hast doch schon die Förderbandverteiler drin. Ich will keine Frames musst du jetzt zwischen den Containern setzen, weil da ja immer die eine Lücke ist, wie du ja richtig festgestellt hast. Wer Frames? So. Förderleitungsrahmen, ist das auf Deutsch? Das kann gut sein. Ich baue einfach ein, dann siehst du es. Ah, okay. Wo ist er? Da ist der Rahmen. Ja, aber ich denke mal, das ist der. Dürfte wohl, ne? Ja, ja. Alles klar. Das ist der Förderleitungsrahmen, ja genau. Da weiß ich, was du meinst, ist ja. Ist was schwierig zu setzen, wenn die noch nicht gebaut sind. Vor allem halt das zu sehen, ob das jetzt auch alles passt. Mango, nebenbei, du weißt, wenn man sich gegenseitig rammt, kann man sterben, ne? Oh. Genau, also wir machen uns alle auch gegenseitig. Du musst jetzt nicht 10 Kilometer wegfliegen, ne? Aber das war halt der Blick. Und auch wenn du irgendwo gegen rabballerst, ne? Bei Geschwindigkeit kannst du auch sterben. Ja. Nur halt, dass du weißt, halt, der die Gefahr besteht dabei. Der Clipfinger schon, der braucht mal einen Service. Ich sage, ich hoffe, du hast einen Clip gemacht hier von meinem Kampf da, also. Wo kriege ich da dieses so. Steuerdings um? Das Cockpit? Ja. Kannst du sonst auch oben in der Suche eingeben, ansonsten hast du rechts, bist du auf Deutsch oder auf Englisch jetzt bei dir? Deutsch. Dann müsstest du doch eigentlich da sehen, weil es ja überall steht auch. Da, Cockpit. Genau. Dafür brauche ich Panzerglas. Ich glaube, wir können hier hinten sogar noch eine Reihe dran setzen, ne? Wir übertreiben völligst, oder Toto? Ja, ne? Machen wir ja sonst nie, deswegen können wir jetzt ruhig mal ein bisschen übertreiben. Richtig, weil sonst wird es ja zu langweilig, halt, ne? Ja, definitiv. Vor allem wäre ja eigentlich auch fast schon ressourcenschonend. Dann brauche ich noch eine Turbine oder so. Mit einer kommst alles du nicht weit. Halt irgendwas als Angriff. Boah, die werden auch gefühlt immer mehr, die Stürme. So, ich glaube, jetzt ist ganz okay. Wie? Du brauchst ein Triebwerk in jede Richtung. Also, was du kannst. Also, vielleicht solltest du wirklich erstmal mit einem Fahrzeug anfangen, weil die sind auf jeden Fall einfacher. Ja, okay, dann fange ich also dann vielleicht, wenn du brauchst trotzdem den Fuß, ne? Du brauchst trotzdem den Fuß, ja. Du wirst auch ein Cockpit brauchen, aber dann vielleicht jetzt nicht ganz so weit oben anfangen. Dann hole ich das. Also kann ich da jetzt einfach zwischendrin irgendwas wegmachen? Wenn es dann keine Verbindung mehr hat, fällt runter. Aber ja, kannst du. So, ist der richtig? Hat der nach unten die Öffnung? Jo, und nach hinten, ne? Perfekt. Nice. So, dann versuche ich gleich noch das Fluggerät weiter zu konstruieren. Nebenbei einfach mal. Produktion müsste laufen, ne? Produktion la, läuft. La, 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 la. Warum kriegt er nichts mehr ab? Weil er erst noch Munition bauen muss. Achso, ich schmeiß mal gerade die Munition raus. Soll ich auch so oft aufladen gehen? Ob ihr euch auch so oft aufladen gehen müsst? Nö. Was musst du denn aufladen? Den Anzug. Kann ich mir kaum vorstellen. Na, Mist, ich hab das Licht auch die ganze Zeit an. Kein Wunder. Ja, ich auch. So. Und dann platziere ich jetzt erstmal auf der 4 ein paar Behälter. Da oben baue ich mir einfach erstmal so eine 3x3 Platte. Oh, ich hab instant einfach kein Material mehr. So, dann Cockpit. Wie stelle ich Sachen nochmal her? Ich hab's gerade irgendwie vergessen. Was?
wie ich Sachen herstelle, zum Beispiel so ein Cockpit. Als Bauauftrag. Du musst auf den anderen gehen, ne? Das ist grad, also du drückst Gustav, ne? Dann hast du ja hier alles an Teilen. Ja, genau. Dann suchst du dir hier dein Cockpit raus, kannst du dir hier auch aussuchen, welches du haben willst. Ich nehme erstmal das ganz normale. So, dann aufpassen, hier klein, das wollen wir, und dann drückst du hier auf das Plus. So, jetzt hast du das hier unten drin. Der weiß auch genau, was du brauchst im Bildplanner. Du guckst den Container an, linke Hochtaste, mittlere Maustaste, und dann sollte der dir auch sagen, ich habe alle Komponenten erfolgreich zur Produktion hinzugefügt. Wenn du jetzt an das Ding gehst, an die Luke, drückst du einfach nur die mittlere Maustaste und der fängt an, den Kram für dich rauszunehmen. Macht nichts raus, hab ich drin. Ja, hab ich jetzt alles drin. Hab ich bis heute noch nicht gecheckt. Und jetzt, wo muss ich das jetzt so zusammen machen? Wie zusammen machen? Craften, sag ich mal. Okay. Halt, irgendwo muss ich das auch noch herstellen, weil ich habe ja jetzt nur die ganzen Sachen. Nein, die sind doch jetzt hergestellt. Ich habe jetzt aber nur die ganzen Komponenten in meinem Inventar. Ja. Ach so, stimmt. Du hast das Ding, du drückst auf die, auf da, wo du das Ding drauf hast. Das lässt du dir dann irgendwo anzeigen und dann klickst du das einfach da auf deine Blechplatten, so wie du die zusammengefügt hast. Keine Ahnung. Was ist das denn? Wer hat denn das hoch runtergedreht? Deswegen geht der da nicht rein. Und ich denke die ganze Zeit, warum macht der Bruch an? Der Kolben war begrenzt. Krieg ich hier das Cockpit auch was näher an mich heran? Also. Du musst das Pisten hier 1. Du musst das mit deinen Platten verbinden, Mango. Pisten 1 war ich, Entschuldigung. Na, alles bestens. Hat mich nur verwirrt. Das war alles. Hat mich einfach nur verwirrt. Was habe ich jetzt noch im Inventar? Platten für die Container. Die hat der Toto aber in der Zeit fährt. Ne, hat er noch nicht. Ja. Ne, also halt, dass ich nicht so 10 Kilometer von dem Teil wegstehen muss, damit ich das platzieren kann. Keine Ahnung, was du gerade meinst. Sorry. Rein rauszoomen ist zu weit weg, also was? Ja, kannst nicht zoomen. Weil, guck mal, jetzt ich stehe ganz weit weg von Mango, dem Teil. Mango, ich seh deinen Bildschirm nicht. Ja, nein, ich dachte, du würdest mich so jetzt hier sehen. Ja, aber also, das ist doch nicht weit weg. Drück drauf. Vielleicht hat das Ding einfach nicht genug Verbindungspunkte. Ne, du musst das schon da drauf drücken, bis das grün wird. Du musst das damit verbinden. Das muss da eine Verbindung haben, sonst geht das nicht. Also nicht einfach irgendwo in die Luft drücken, sondern du drückst das Cockpit. Und dann guckst du hier auf deine Klumpen und dann setzt du das da irgendwo drauf. So, jetzt lassen wir da den Toto mal basteln. Ich mach mal hier gerade das Fluggerät fertig, ja Toto? Dann kann ich das da oben drauf setzen und dann kann das auch schon mal laden. Dann haben wir nämlich wieder eins, was so ein bisschen mitmischen kann. Ich mach den Salvager, kein Problem. Den Salvager? Was ist das denn? Salvage-Stone hier, das ist so Schrotthändler. Oh. Unsichere Blockkonstruktion. Oh, Fuel Low. Diese Warnung kennt man. Ja, in der Tat. Hab ich auch schon. Fuel Critical. Ja. So, ich produziere mal gerade noch ein bisschen Material, ne? Dodger, deine Raffinerie war nur für Magnesium, ne? Kannst du umändern, wenn du sagst, Nee, ich will Magnesium. Kobalt und Magnesium. Okay. Mann, ihr nervt aber langsam. Sorg immer schön für Munition. Ja.
Hatten wir auch, deswegen auch ein Grund, warum wir in den Felsen gegangen sind. Hä, warum? Ja, wenn der Meteorit einschlägt, kriegst du dadurch Uran oder Gold oder sonst irgendwas von dem. Ja, ja, das stimmt. Was hat Ballast zu dem? Das wird ja gar nichts. Das ist deswegen in den Berg eingraben und wenn er dann platzt und sowas alles, gehst du da hin und lootest den. Ja, guck dich mal um. Da sind auch genügend, die einschlagen, keine Sorge. Ja, nur das ist ja auch, oder? Die ganzen Wracks jetzt, wo wir noch Edelmetalle rauskriegen. Ja, ich möchte Uran kriegen wir nicht unbedingt da raus, aber verdammt. Du kriegst auch den Triebwerk, kriegst du Uran. Hä, es ist nichts in der Produktion? Warum zur Hölle macht der denn da nichts? Jetzt ist eine Menge drin. Hast du gerade was reingeschmissen? Ich habe gerade was reingeschmissen, ja, aber okay. Ich ja. Ich klau dir genau diese Komponenten. Echt cool. Ne? Bin ein guter, oder? Mhm. Na komm, ich schmeiß auch neuen Kram rein, so ist nicht. Also, ich habe die Kabine jetzt platziert. Das heißt, ich brauche jetzt noch Räder. Soll ich da am besten irgend so ein Offroad-Rad nehmen, oder? Kannst du dir aussuchen, ist egal. Erstmal einfach nur machen und dran setzen. Die Kabine ist nicht gut platziert, Mango. Die sitzt nicht drauf. Guck, die kann ich so rüberschubsen. Einfach so. Hast du gesehen? Die kann ich einfach mal tschüss befahren. So, guckst du den Stream nebenbei? Nee. Warum nicht? Warte. Mango. Können wir für Critical als Kanalpunkte Aktion haben? Hä? Wie meinst du das? Den Sound? Boah, wie hässlich. Kriegen wir bestimmt hin. Feel Critical. Warum? Wie? Was halt? Oh, und Da, guck mal, wenn ich das Ding angucke und ich habe ein Cockpit in der Hand, dann siehst du, dass der auch nur auf den Blöcken rumtitscht und du siehst, dass der grün ist. So, warum geht das bei dir nicht? Warte, ich schaue jetzt nochmal. Was du gemacht hast, ist der. Das bringt dir nichts. Oh, ich muss zurück. Ja, jetzt hat's geklappt. Ne? Gerne. Danke. Also kann ich da jetzt einfach so ein Rad dran hängen? Nee, schau mal, du musst Federungen haben, oder wie heißt das auf Deutsch? Achse, Querlenker. Kannst du so aus Fahrwerk kannst du auswählen. So heißt es. Ah, okay, mit so Fahrwerk. Alter, Fahrwerk. Mango klingt auch schon wieder echt gut gelaunt. Ja gut, das ist halt ein komplett neues Spiel. Ich würde mir eigentlich gerne die Zeit und die Ruhe nehmen, mit ihm halt bei null anzufangen, aber. Weißt du noch, wie das bei mir das erste Mal war? Ja. Kacke. Brauchen wir vier Fahrwerke. So, aber das haben wir halt gerade nicht. Das ist auch nicht böse gemeint. Wir haben diese Zeit. Mal losgucken, es gibt einmal links und einmal rechts Fahrwerk, ne? Och nö. Doch. Alles bestens. Das ist super easy. Links machst du links dran, rechts machst du rechts dran. Also ja, ich habe mir vier Fahrwerke in meinen Konstruktionsplaner getan. Ja. Aber halt, wenn ich auf G drücke und dann Fahrwerk suche, kommt halt nur eins. Also. Vielleicht kommen dann Räder oder sowas. Musst du mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Ich gucke. Danke, Toto. Nutzautomaten, Industrie. Mal wissen, wo ich hier Fahrwerk bin. Fahrwerke kannst du besser unter alle Blöcke gehen. Ja, da steht es ja auch. Offroad Radaufhängung rechts 3x3 und daneben ist links 3x3. Das ist wirklich. Also hat der Deutsche recht. Auf alle Blöcke. Achso, ja, gut, dann kannst du Fahrwerke wieder raus. Und dann kannst du ja wieder mit dem doch mal draufdrücken, da wo du es ja positioniert hast, groß oder klein machen. Dann hast du wieder Offroad und du hast die Radaufhängung invertiert. Und nein, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Umgekehrt, einfach nur verdreht. Invertiert heißt links, einfach rechts nur ist links und rechts links oder? Ja, genau. Du hast eigentlich immer nur rechts und links ist dann invertiert, also anders. Das ist ja hier bei den Glasscheiben genauso. Glasscheibe außen, Glasscheibe invertiert. Okay, danke. Ich gehe davon aus, also das Entwicklerteam ist ja polnisch, dass die da vielleicht, ich sag jetzt mal schlicht in ihrer Sprache, nicht die Möglichkeit haben, das irgendwie auszudrücken. Ja, gibt's ja oft. Ne, wie gesagt, bei den Engländern hast du ja auch nicht so viele Artikel oder sowas. The. Ja, fertig.
So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich glaube, ich habe tatsächlich hier alle. Ah, hier hinten noch. Muss ich hier noch bauen? Eine Ecke. Will ich hin. Bin ich auch noch gebaut. Standardecke, oder? Standardecke und. Sieht das hier auch so aus? Ja, tut das. Da kommt wieder was bei 4,54 Kilometer. Ah, Supply Transport. Der kann sein, dass der nicht zu uns will. So, Stahlplatte noch drüber. Wunderprächtig. Junge, das Ding hat einfach 6 Batterien. Was habe ich mir dabei gedacht? Mist. Nee, das glaube ich nicht. Das war nicht mein Gedanke. Mann. Was denn? Kann man... Ja, was? Ey, Mango, alles gut. Der Dodger ist am Anfang verzweifelt. Ich war auch nicht immer direkt gut drauf. Guck mal in meinem Auto. Ich war so verzweifelt, dass ich das Spiel erst wieder zurückgegeben habe. Ja, kleiner Tipp, versuch dich grundsätzlich an den Rädern 3x3, also minimal. Mindestens 3x3. Und dann sind das hier schlanke Fahrwerke. Versuch besser auch erstmal die normalen. Das liegt jetzt aber nicht an dir. Dodger und ich hatten beide die schlanken Fahrwerke verbaut und hatten damit unsere Probleme. Wir sind also auf die normalen Fahrwerke zurückgegangen. Das würde ich dir dann halt auch erstmal empfehlen. No. Was? Supply Transporter? Ja. Ground Insulation. Keine Ahnung, wer das, was das ist, aber. Supply Cage 5,79. Okay, Gyroskop. Supply Transporter 4,19. Ist der da oben? Ja, ja, aber lass den. Der will vermutlich nicht zu uns. Das ist es halt einfach. 2 Gyroskope. Echt feine Tran. Da muss noch eins dran. Oh, ich habe hier nur die kurze Radaufhängung. Nee. Ach, hier, Radauf. Aber, warte, invertiert? Ja, invertiert heißt einfach nur links. Okay, gut. Dann Radaufhängung dran. Links. Und wenn es nicht so ganz hinhaut, man kann immer noch über die Einstellung auch die Antriebskraft umkehren. Ja, ja. Hat das was mit Antriebskraft zu tun? Ich dachte, es ging nur ums Lenken oder so. Das ist ja auch egal. Die Lenkung kannst du auch umkehren. Ja, genau. Wie drehe ich das jetzt, dass es nach unten guckt? Du musst auf hier einfügen, entfernen, Position, Ende, Bild. Achso, okay. Voll nervig. Ist nicht anders mal belegt worden oder sowas. Ja, mach doch. Kannst du jetzt auch belegen, wie du lustig bist. Da komm ich ja gar nicht auf, ne? Ja. Ach, guck mal. Aber nervig, ne? Wie die das belegt haben. Das ist nervig halt, ne? Aber ich komme da überhaupt nicht mehr auf. So, jetzt habe ich hier, wie viele Container hast du mir da aufgeklärt? 2, 4, also 8 Stück, okay. Ja. 8 Dinge habe ich jetzt hier noch. Ja, also etwa pro unten. Container würde ich mindestens ein fettes Triebwerk nach unten machen. Alternativ nehmen wir die neuen schlanken Triebwerke und bauen das ganze Ding ringsherum voll damit. Mega witzig. Aber ich glaube, ich würde eher die fetten einfach dran klatschen. Halt jetzt noch die... dann die... In der Mitte dann die Batterien, geht ja nicht. Muss ich dann hätte ich hochkant gedreht und hier an der Seite verteilt. Und da würde ich auch nicht geizen. Connector vielleicht in der Mitte zur Seite, also links und rechts. Wir könnten theoretisch auch noch links und rechts Schneidwerke dran machen, aber ich glaube tatsächlich, das würde ich damit mit Triebwerken vollspicken. Jetzt so mein Gedanke. Überlegt mir. So, was machen unsere Container? Wie geht's aus mit Stein? Geh mal in die Höhle rein. Perfekt. Geh mal in die Höhle rein. Du bist hier die ganze Zeit am Basteln, ne? Richtig geil einfach. Mega, dass du hier am Basteln bist. Wow. Ey, du bist ja schon richtig am Ausrasten.
Was brauchst du hier alles? Erklär mir, warum du das über den Projektor machst. Weil ich das schon bei mir im Creative schon mal vorgebaut habe. Und damit ich auch sehe, wie groß ich den Raum ausheben muss. Ich hatte eine Idee. Darf ich die noch äußern oder ist schon zu spät? Was hast du denn für eine Idee? Ich hätte für jedes Erz gerne eine eigene Raffinerie. Du, Nein, haben wir. Du kannst, die ganzen Filter kannst du einstellen. Du kannst die vier Reihen dementsprechend einstellen, was du gerne raffiniert haben willst. Ich hätte gern für jedes eine einzelne. Gut, kann man machen. Können wir Reaper detected? All units in range bridge to radio silent. What? Das sind aber die anderen. Also Signale aus. Ne, da hinten ist ein Reaper, 5 Kilometer, der fährt aber von uns weg. Der fährt von uns weg. Hä? Was ist mit meinem Flieger los? Wow. Wer zur Hölle hat in meinen Flieger Eis geschmissen? Warum tut ihr das? Warum schmeißt ihr meinen armen kleinen Flieger mit Eis voll? Hier steht Entnehmen von zwei kleinen Stahlrohren nicht möglich. Kann es sein, dass es dann da nicht drin ist? Ja, kann sein, dass es das nicht gibt. Das kann durchaus sein, ja. Wie mache ich das denn da rein? Ach Mann. Hast du es noch? Du brauchst es noch? Dann Hochtaste, mittlere Maustaste. Dann in dem Ding drin bin, ne? Der sagt dann wieder, habe ich in die Produktion geschmissen. Sollte er zumindest. Hochtaste mit. Warum packst du mir das wieder hier rein? Stimmt denn nicht mit dem Ding? Aber ich habe davon ja noch gar keins im Inventar. Ja, aber du willst es doch haben, oder nicht? Ja, also ich gehe jetzt auf diesen 1x1 Cargo-Container in der Mitte. Dann bin ich da drin, dann drücke ich. Oh Mann, sorry, gerade gar keinen Peil. Guck dir da irgendwas an und schmeiß in die Produktion. Oder wie gesagt, Dodger, Toto, vielleicht könnt ihr gerade erklären, ich will eigentlich das Ding da hinten freifallen und krieg's nicht hin, weil der hier die ganze Zeit Eis in das Scheißding schmeißt und ich weiß nicht warum. Hast du jetzt das Ding ausgewählt, Mango? Welches Ding? Also ich habe jetzt. Das, was du im Inventar hast. Nee, ich hab's ja noch nicht im Inventar. Ich mit G, aber hast du jetzt praktisch das Teil, was du haben möchtest, angewählt? Kleine Stahlrohr. Nee, ich meine ja den Konstruktionsplaner. Du hast jetzt, was willst du gerade bauen? So Radaufhängung. So, Radaufhängung. Ja, das habe ich im Konstruktionsplaner. Genau, und dann drückst du auf Shift, mittlere Maustaste, und dann müsst ihr sagen, Komponenten werden hergestellt. Ja. Hast du etwa Mods reingemacht? Ja, weil die hat er. Ja, wurden reingemacht. Genau, und jetzt kannst du praktisch mit mittlerer Maustaste das rausziehen. Nur mittlere Maustaste. Von ein kleines. Das Ding war. Ah, ja, jetzt. Ja. Okay. Wenn du kleine Information, die Räder sind genau verkehrt rum. Was? Ja. Achso, ich hätte das dann noch einmal um 180 Grad genau. Quasi so. Genau. Okay, gut. Dann bastel ich das eh. Warte. Ich brauche Platz im Inventar, mache ich erst das hier ab. Kein Stress. Wir machen genug Stress. Den Bots ist halt eine schwere Sache. Dodger ist so richtig? Moment. Mensch. Ja, sieht gut aus. Warum wird mir hier jetzt mit dem einen Ding das Rad nicht angezeigt? Ich bin so Mod, dass ich das mal erlebe, ja, im Rahmen, ne? Dann bist du vielleicht irgendwie, von der Höhe passt das nicht. So. Geht jetzt noch? Ne, jetzt passt. Scheiße, wo ist der jetzt hin? Interlooper. Den da haben wir doch schon platt gemacht, ne? Der dürfte also doch keine Gefahr mehr sein. Der auch nicht.
glaube, der hat hier alles platt gemacht, ne? Hier war doch eine komplette Basis von diesen Imba. Hier war doch eine komplette Basis. Der Reaper hat alles platt gemacht. Ach du Scheiße. Hier war doch eine komplette Basis von denen. Ja. Die wollten wir doch noch ausräumen. Und jetzt seid ihr allein, allein. Allein, allein. Das oh, ich sehe gerade, hast du bestimmt wieder ab jetzt geholt da, ne? Für die Triebwerke, die ich da gerade sehe, ne? Was denn? Die Overcraft Triebwerke, ja. Na, okay. Weil ich hab mir auch am Anfang angezeigt, ich hab's dann weggeklickt. Aber wenn ich das sehe, die Trieb... Ist nee, das echt Triebwerke? Da ist noch Escort-Drohne. Detective. Wo? Das... Der hat mich. Super. Alter Schwede. Ja, hier ist wieder so ein Mega-Vieh. Ja, das ist der Overcraft, genau, der eben bei uns hier rumgefahren ist. Den wir den Platz gemacht haben. Dodger und Triebwerken zu sägen. Ah, jo, da habe ich keinen großen Schiss. Da hinten war noch irgendwas, aber richtig fett. Vor allem, die müssten doch hier dann eigentlich irgendwo, ich meine, hier war doch eine Basis von denen. Oh oh. Möchtest du jetzt hier hinholen, ne? Unfall. Er hatte ein Unglück. Selbst das Schuld oder hast du nachgeholt? Nein, 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 nein. Der ist da einfach irgendwie gegen den Boden gedötzt. Und jetzt, glaube ich, hat er sich die Triebwerke zerlegt und dötzt da noch weiter gegen. Ja, weil unten die Triebwerke von dem. Ja. Ich glaube, ich muss das Spiel auch wieder anmachen. Ja, weil die gibt alles. Ach, deswegen, wie gesagt, habe ich tatsächlich inzwischen Kameras hier an der Front, ne? Weil du kannst halt komplett ranzoomen. Jetzt hat er mich. Jetzt muss ich aufpassen, das Ding ist ja auch Large Grid. Okay, mal gucken, ob ich ihn aufgeschaltet kriege. Out of Weapon Range. Der steuert sich auf jeden Fall gefühlt ein bisschen. Okay, ich versuche mich mal zu entfernen. Scheint auch zu funktionieren. Da hinten ist jetzt wieder eine Drohne. Okay, ich hau ab. Ich komm zurück. Komm nach Hause, Freunde. Juhu! Ja, Platz ist neun Stahlplatz. Ist aber wieder der gleiche. Miau. Wir haben auf jeden Fall hier einiges aufzuräumen. Ich habe doch Herstellungskomponenten. Ja, es kann natürlich sein, ne, wenn du die in die Produktion schmeißen. Der Toto hat auch was, was die benötigt. Dass dann deine im Prinzip praktisch zum Toto gegangen sind. Achso, nee, das stand nicht möglich. Gut, warte. Dann muss ich da jetzt eben... Ah, nee. Shift und Mausrad. Funktion? Nicht möglich. Hä? Wird schon gemacht. Ich habe mir jetzt einfach in Railroads einen Bug gefunden. Okay, aber davon erzähle ich dir ein andermal. Könnte Zeit in Anspruch nehmen. Oh je. Plattform sieht grandios aus, Dotter. Gefällt mir. Sehr schick. Gar nichts dran, das ja. Ja, sehr schick. Außer Montana. Sehr schick. Montana kann ich schon mal bauen. Na, siehst du. Oh Mist. Egal. Ich habe jetzt ein paar Komponenten noch zu viel. Wo soll ich die dann einfach wieder reintun? Wie kannst du damit praktisch mit was alt? Ich glaube alt, ja. Alt und mittlere Maustaste alle einfügen, also alle reinschmeißen machen. Genau, also Mausrad so. Drücken, ne? Oh. Ja. Ja, ja, logisch. Ja, danke. Jo. Ah, nee, warte mal. Ja, das war... So, Group.
So. Den haben wir. So, der müsste ja eigentlich auch so gut wie fertig sein. Aber ihr habt bestimmt alle meine Triebwerkskomponenten rausgenommen. Zack. Warum geht das bei dir so schnell? Weil, genau, du kannst, pass auf, wenn du hier sowas stehen hast, ne? Kannst auch gerne hier mal kurz rauffliegen, dir das angucken. So, ich guck mir das an, dann siehst du vielleicht diesen leichten grünen Rand. Du guckst ja den Stream nebenbei, ne? Ja. So, dann rechtsklick mit dem Schweißer. Wenn du den Schweißer in der Hand hast, drückst rechtsklick, packt er dir die auch direkt in deinen Konstruktionsplaner. Ui, so, das ist ja auch... Und du kannst 8 Stück gleichzeitig in deinen Konstruktionsplaner haben. So, und dann gehe ich halt hin, also ich arbeite nur damit, ne, guck mir die hier an. So, ich weiß, jetzt hier sind 5 und 3 oben drauf. Ich kann ja auch ein und das gleiche Ding 8-mal angucken, weil es ist ja genau das gleiche. So, ich gehe dann immer einmal an den Container, drücke die Hochtaste, mittlere Maustaste. Das heißt, alles, was ich brauche, landet jetzt in der Produktion. Und jetzt drücke ich 2-3-mal auf die mittlere Maustaste. Manchmal habe ich natürlich Glück und es ist schon alles drin, was ich brauche. Aber auch dann drücke ich immer einmal die Produktion an, dass eben alles, was ich rausnehme, auch nachproduziert wird. Ja. So, ist jetzt bei mir leider nicht der Fall, war nicht alles drin. Muss also jetzt noch eine ganze Zeit warten. Lag nicht an mir. Das sage ich auch gar nicht. So, ich gucke jetzt mal gerade, Stein scheint auch Mangelware zu sein. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch den nächsten Kolben nochmal reinpacken vom Bohrer. Dass uns da auch auf jeden Fall das Material nicht so schnell ausgeht. Ach, siehst du, ich wollte auch Magnesium geholt haben, ne? Drücken wir einfach nochmal alles in die Produktion. So, jetzt habe ich alles dabei. Ich drücke übrigens auch immer, wenn ich Sachen raushole, ne? Ich drücke immer ein paar Mal die mittlere Maustaste, weil es kann sein, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt, am Server, was auch immer. Wäre jetzt mal ganz dämlich, wenn die Sachen, nicht direkt praktisch vor Ort liegen, dass der die irgendwie über mehrere Sachen, Etappen holen muss, dass der dann halt ein paar Mal mehr den Input braucht oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich reim mir das einfach so zusammen. Ich fahre ganz gut damit, ein paar Mal auf die Maustaste zu drücken. So, Thema erledigt. So, wo hatten wir Magnesium? Hier oben direkt, ne? Glaube ich. Das da hinten sieht nach einem größeren Loch aus. Ui. Das ist jetzt eigentlich von meinem Senkrechtbohrer, Toto. Den habe ich von dir kopiert, nur damit du es weißt. Ich werde ihn nicht wieder hergeben. Ja, bin sehr zufrieden damit. Gut, ne? Ja, vor allem ist Small Grid und kann einfach mal so 50 Tonnen tragen, ne? Der hat halt auch ein Large Cargo. So, in den DC damit. Genau, in den Discord schreiben. Das meinen die. Wollen alle von deinem Bug wissen. So, ich habe jetzt die Räder und alles fertig gebastelt. Kann ich jetzt einfach losfahren, oder? Jetzt brauchst du noch eine Batterie. Achso, logisch. Ich glaube, Energiezellen müssen noch produziert werden. Ja, kann er ja dann machen. Ist ja nicht schlimm. Energiezellen? Energiezellen sind Batterien. Vermutlich heißt es auf Deutsch Energiezellen. Naja. So, ja, zum... Ja, ich guck nach. Und Schütze? Ja. Das, was ich hier jetzt plane, das ist auch erweiterungsfähig. Sehr geil. Vorsichtig. Das, was du auch eben mit der Hochtaste meintest. Ich war die ganze Zeit bei der Pfeil-Hochtaste. Ich wusste gar nicht, dass du die Shift-Taste meintest. Ja, ist doch die Hochtaste. Ja, aber unter Hochtaste dachte ich dann direkt, Ne, ich meinte die linke Shift-Taste. Na ja, gut. So, ich habe mal ein bisschen Magnesium geholt, dass wir endlich mal wieder hier Munition herstellen können, Mensch. Vielleicht sollten wir dann noch eine Undock-Station bauen, Toto, für deinen Aufräumer. Wo wir nur Assembler hinterklatschen, die zerlegen. Ja. Und die, ach du Scheiße, ist die Batterie groß. Ja, dann ist eine große Batterie. So. Und Andockstationen braucht man dann nur für Flugzeuge?
Nein, also lohnt sich auch an Fahrzeugen, denn du kannst darüber dann halt deine Batterie laden. Ne? Du kannst ja auch Solarpaneele da dran klatschen, geht natürlich auch. Ja, das mache ich direkt mal. So, gar keine Frage, aber... Oh, ja, da war hier. So, du kannst halt auch, wie gesagt, dein Fahrzeug dann über die Andockstation laden. So machen wir das halt auch am häufigsten. Also der Panzer, sieht ja, der hängt da auch an der Andockstation. Den habe ich halt dann nur noch hochgefahren, wie so eine Art Hebebühne, damit ich daran ein bisschen basteln konnte, weil der hatte auch sein erstes, seine erste nicht so gute Begegnung. So, nice! Der läuft dann wohl auch wieder. So, hier brauche ich keine Kamera, hier kann ich ja über die Waffen zoomen. Remote hat der auch nicht. Zack. Meine Güte. Und den Fuß, wie kann ich den dann einfahren nachher? Gar nicht, den schneidest du dir ab, du hast ja Räder. Stimmt. Aber wie komme ich denn da unten hin? Egal. Mit Geschick und Sachverstand. Eben. So, wie nennen wir das Ding denn hier? Brutaleres Bohrerhaus. Was? Ja. Aber der nennt Mental Make the Breakdown. Was? What the fuck? Was hast du getan? Kennst du dich? Was hast du getan? Ich hab mir einen Pony geschickt. Hm. Nicht? Warum? Ist das blöd? Nein, überhaupt nicht. Ich frage. Also, nur zur Situation, ne? Ja. Nur zur Situation. Eure Frau steht im Schlafanzug neben euch und hat einfach einen sehr langen Büschel Haare in der Hand und guckt euch an. So. Es ist gerade einfach ein kurzer Schockmoment. Doch, Liebes, du siehst sehr gut aus. Du kannst so bleiben. Sie hat die Haare ich schön. Ich würde dich so sie gehen lassen. Der Tote ist schon am Singen. Sie hat die Haare schön. Sie hat die Haare schön. Sie hat die Haare schön. Singt er wirklich? Willst du Haare? Sehr gerne, Liebes. Ich möchte bitte deine Haare haben. Machst du ein Knötchen rein? Kann sie dir einflechten? Nein, ich möchte sie nicht eingeflechtet haben. Was mache ich jetzt damit? Was ich schütze mit Extensions. Ja. So. So, oh, da kommt wieder ganz schön was runter. Oh. Na, jetzt kommt wieder Wasserstoff ist leer. Was hier? Diese Beschriftungskram, ne, der nervt wirklich. So, enable movement of Meteoriten, Raketen und Waffen. Sehr schön. So, Gyroskop. Immer diese Beschriftungsgekrempel hier. Wie viel Solar-Dinger braucht man so ungefähr? Ja. Also ich weiß halt nicht, wie groß die Dinger sind. War die Antwort schon, ja. Mach dir da 2, 3 drauf, ja. Bau dran, guck einfach, du wirst es sehen. Weil wenn du einsteigst, hast du eine Zeit, wie lange das Ding hält, dann fährst du in die Sonne. Und dann entweder kannst du damit fahren oder du stellst halt fest, ja, nicht so gut. 1, 2, 3, 4. Sind die so hochkant draufstehen? Ist doch egal, wie du die drauf machst. Bei mir geht halt nur hochkant irgendwie. Nee, du kannst so variieren, drehen und alles. Aber die müssen halt, jetzt mal in bestimmter Reihenfolge festgelegt, müssen einfach Kontakt kriegen. Kontakt zu was? Ja, Weapons. Zack.
Kontakt haben zu dem Gestell. Zu deinem Rahmen. Ja. Habe ich mir nämlich gerade extra noch so ein Rahmen-Dings gebaut. Mhm. Ich habe gar kein Licht an dem Schiff. Stört mich das? Geht. Eigentlich ist es mir ja voll egal. Trotzdem ein Licht könnte man anmachen, oder? Nee, wir machen erstmal kein Licht dran. Ist ja ein Speer, der braucht kein Licht. So. Oh Gott. Okay, das ist natürlich Mist. Okay. Ich hänge in der Waffe drin. Und hänge natürlich auch auf dem Kopf. Weiß ich jetzt nicht. Also gefällt mir beides. Bleib einfach so, Schatz. Du siehst schick aus. Ich weiß jetzt nur gerade nicht so genau, wo ich hingucke. Du hast dir die Haare abgeschnitten, also man sieht jetzt hier die Locke, aber... Was? Du hast die nicht hinten oder was abgeschnitten? Nein, nur hier vorne. Hier hinten. Ah. Nur hier. Hier. Du siehst wieder aus wie ein Teenager. Du bist als Teenager auch rumgerannt. Ich weiß es, ich war dabei. Und sieh so, das ist nicht das, was ich hören wollte. Positiv oder negativ? Ja, was meinst du wohl? Ja, dann denk drüber nach. Custom Data, Show on Hub. Ich will nicht Inventar, ich will die Steuerung invertieren. Boah, wie ekelig. Naja, so ist es halt. Ich sage Pech gehabt, wa? Ja, jetzt habe ich das Ding unten drunter gebaut. Ich kann jetzt schlecht mal eben das ganze Schiff umkonstruieren, indem ich jetzt die Gatling nach unten setze und die Kanone nach oben. Zumal es macht halt keinen Sinn. Das ist halt der Punkt. Oh weia, der ist auf jeden Fall böse geworden. Was heißt böse? Gefallen gut. Doch, ich glaube, das ist auch eine gute Basis hier, der Kollege. Ich glaube, es wird Nacht. Gibt es auch noch Licht oder so für mein Auto dann? Wenn du es dran baust, klar. Okay, gut. Ich wollte nur wissen, ob es es gibt. Gott. Oh, aber der müsste auch Kraftreserve haben, ne? Was hat der denn? 20? 40? Was kann der heben? Für das Licht suchst du am besten Scheinwerfer. Okay, danke. Und dann nimmst du das Icon, was das Plus-Symbol hast. Dann kannst du auch noch aussuchen, was du haben willst. Geil, na Toto, musstest du den Fuß umsetzen. Geil. Naja, Hauptsache, das Ding kippt mir nicht irgendwas anderes. Nee, ja ist ja gut. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich. Ich hab jetzt vorne das Cockpit dran gemacht. Mango, so. das ist so ein Mittel. Die Dinger hintereinander setzen, die Solarpaneele, bringt nichts. Imbar Transportkurier. Achso. Okay, 5,4. Nee, passt auch. 5,4. Ich mach jetzt. Ich nenne den Schildkröte. Wie soll ich das denn sonst machen? Setz eins hier in die. Also das vordere gefällt mir sehr gut. Du könntest jetzt links und rechts noch eins daneben setzen. Oder du schaffst es, das eine Paneel so in die Mitte zu setzen und setzt dann links und rechts lieber noch eins dran. Okay, mach ich. So, ich gehe mal gerade noch in den Hügel gucken, wie es aussieht. Nächste Flieger ist fertig, das ist schon mal gut. Das sieht hier auch vernünftig aus, also noch zwei Kolben, dann sind wir damit auch durch. Der Dodger baut sogar schon die Produktion fertig.
Also du kannst mir gerne helfen, eben kurz diesen Klotz hier in der Mitte wegzubekommen. Welchen? Kein Problem, ich komme. Diesen? Ja, der ist auch an allen Seiten schon begrenzt. Ja. Machen wir glatt. Wir machen den aber nur weg, ne? Wir wollen nichts haben. Nee, ich mach das auch schon die ganze Zeit mit rechter Maustaste. Alles klar. Sag doch was, Mensch, dann stellen wir den Mango auch noch mal eben ab. Hm? Komm mal in den Tunnel geflogen, guck, dass deine Flasche voll ist. Welche Flasche? Deine Hydrogenflasche. Wasserstoffflasche. Die ist leer. Oh, Moment. Können auch andere profitieren. Soll ich das in Telegrafenhäuschen schreiben oder woanders? Ne, passt, Telegrafenhäuschen. Das ist sehr, sehr passend. So, nimmst du hier deinen Bohrer in die Hand. Und dann aber rechte Maustaste. Und dann bearbeitest du hier mit uns den Felsen in der Mitte. Aber nur den in der Mitte, ne? Ja, ich brauche immer mal einen. Ja, ich brauche eine neue Flasche. Wo war die nochmal? Hä, wie, du brauchst eine neue Flasche? Auffüllen. Bist du, oder? Ne, du schmeißt diese Flasche, die du hast, leer. Ja. Schmeißt du da in dieses Gerät rein, dann wird die voll. Wo Mango, wo bist du? Bist du drin schon? Oder hier, komm mal jetzt. Ah, hier, genau. So, hier kannst du auffüllen erstmal. Ja, genau. An dem hier, ne, was hier so leuchtet. Und hier hinten. Hier schmeißt du jetzt deine Flasche rein. Genau, jetzt siehst du, zack, Bomb ist wieder aufgefüllt. Okay. Nimmst du sie wieder raus und dann kannst du damit wieder rumjagen. Super, ja, danke. Jo. Tunnel ist hier bei dem. Ne, das ist der falsche Bohr. Wir sollten vielleicht doch mal die Channel mit den offiziellen Spielnamen benennen. Buh, Zara, Buh. Wo soll ich jetzt hinkommen? Ja, du könntest das vielleicht dahinter schreiben, in Klammern, ne? Hast du schon recht. Ja, wo ist denn der Tunnel? Da, wo dieser riesige Bohrer reingeht. Du kannst ihn eigentlich nicht verfehlen. Ja, aber hier geht's dran vorbei. Genau, und hier in der Mitte, wie gesagt, Bohrer rausnehmen, rechte Maustaste und dann weg. Warum nicht linke? Weil du mit der linken das Gestein abbaust, mit der rechten haust du es im Prinzip einfach nur kaputt, also mach dir einfach nur den Weg frei. Du nimmst aber mehr weg mit der rechten Maustaste. Und da wir hier, nichts über. Genau, und da wir hier einfach nur Platz brauchen, weil der liebe Dodger sich um unsere Produktion und alles kümmert, sollten wir einfach nur Platz machen. Okay, Ground Installation. Jawohl, los, macht neue Bodeninstallationen. Die können wir dann endlich angreifen. Oh nein, es ist hier noch so ein Müh übrig. Hier sind mehrere Mühs. Ah, Dreck. Ganz einfach, indem ich hier einen Bohrer reinsetze. Wo? Oder eine Sprengladung. Gibt's da nicht. Nee, das funktioniert nicht. Kann ich wieder gehen oder braucht ihr mich noch? Nee, kannst du. Nee, danke. Gerne. Vielen Dank für die Hilfe. Das war's. Ihr helft mir ja auch ständig. Oh, falsche Richtung. Das falsche rum. Einmal drehen. Achso, Dodger, ich bin dann auch wieder raus? Ja, ne? Jo, danke. Ja, ich danke dir. So. Hab die Fitzerchen weg. Sehr schön. So, jetzt auftanken und starten. Oh, jetzt wird's Nacht. Wir legen auch eine Leitung nach draußen, ne? Müssen wir ja. Kann man die Nacht irgendwie skippen? Nö. Nee. Du hast eine Lampe. L. Ja, weiß ich. Nur, ich mag es trotzdem nicht so gern, wenn es Nacht ist. Dotter, normale Batterien oder Warfare-Batterien?
Normale, ne? Ich ärgere mich gerade. Ich möchte gerne dieses Muster haben mit diesem mit dem Hazard Armor. Ne? Welches? Hazard Armor, die Farbe, den Print. Die Farbe. Hazard kriegst du aber nicht. Armor? Ja. Was soll das sein? Das ist praktisch das Rot mit den schwarzen Zebrastreifen. Das rechte da. Ein bisschen noch eins runter. Das siehst du da. Das hier, oder was? Ja. Wie kann man das denn machen? Neon? Nein, dieses Hazard Armor. Das, was du gerade schon hattest. Dass man sieht, dass das ein Baufahrzeug ist. Ah, ja. Aber du kannst das nicht machen. Habe ich jetzt die normalen Blöcke in der Hand, ne? Diese Metallgitter, dann kann ich direkt alles in Hazard Armor machen, aber nicht die Modelle. Ach so, ja, weil der das Schwarz nicht mitnimmt, ne? Genau. Ja, genau. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen stört. Gar kein Problem, also, machen wir Verkleidung drum. Na, Quatsch. Kennst du nicht noch meine damalige Lieblingsfarbe bei meinen Schiffen? Oliv? Pink? Ja, das war deine. Schwarz? Oh, Boss. Okay. So, Batterien? Ja, ne? Ja, ja, ja. Wie viele? Üppig? Ja. Da kann ja sein, dass wir lange Strecken fliegen müssen, ne? Ja. Ich überlege mal, ob ich eine Seiten- und Solaranlage dran mache. Dass ich dann da, weil die Fläche würde ja da sein. Aber da ist ja noch Kameras, muss ich ja auch noch dran machen. Und ich bin gerade generell am überlegen, wie ich das jetzt... Also es wird eine Schildkröte und ich möchte das Ding jetzt so bauen, als wenn es eine Schildkröte wäre. Also mit den Füßen vorne, das heißt, da müssen auf jeden Fall zwei Triebwerke nebeneinander. Vorne, hinten in Ecke. Also ne? Denk dran, so du willst auf dem Boden arbeiten, ne? Dürfen nicht so viel... Aua. Aber vier Triebwerke müssen noch reichen, große. Also zwei vorne, zwei hinten, ne, rechts, links und sowas. Das heißt, ich hätte 8 Triebwerke, große. Ich würde mal eher 10 oder 12 bauen. Also ein Container kann etwa 50 Tonnen wiegen, mit Gestein etc. Das heißt, bei Stahlplatten oder Rohstoffen oder sonstiges noch viel mehr. So, das heißt, du brauchst schon mal pro Container mindestens ein Triebwerk. Dann brauchst du für alles andere, was an dem Schiff ist, brauchst du ja auch noch Kraft. Und wir reden von der Erde, wo du auch noch eine Erdanziehung hast. Ja. Also ich würde mich nicht lumpen lassen mit den Triebwerken. Also ich bleib dann bei den Atmosphärentriebwerken, oder? Ja, würde ich bleiben. Was willst du sonst machen? Hydrogen? Ja. Dann können wir hier einmal alles komplett nochmal mit Hydrogentanks pflastern. Ja, das ist wohl wahr. Können wir machen, so ist nicht. Zieh das mit dir durch. So, in der Mitte jetzt könnte man jetzt noch hingehen, weil es einfach so schön ist. Ach, guck mal, ich habe sogar auch deine Triebwerke. Ja? Die flachen. Hast du die? Hast du das DLC gekauft? Nope, weil du das ja gerade hast, darf ich es auch nutzen. Meinst du? Ja, muss ja, aber ich kann es. Das sind so komische Ventilatoren. Ja, richtig. Ja, und das aber sind jetzt große. Denk dran, die haben nur einen Bruch, 31% der Leistung von den normalen. Ah. Ich hab die nur genommen, weil ich die hübsch finde. Und ein bisschen halt was natürlich mit den neuen Triebwerken bauen wollte. Ja, würde mir jetzt gerade nicht anders so einfallen, ne? Wenn der nicht. Okay, ja, gut, das heißt, wir können ja ringsrum die neuen Triebwerke bauen. So ist ja, nicht. Nee. Dann mache ich ein Cluster, 4 Stück, 4, 8, 16 Triebwerke, 4, 4, 4, 4. Brauchen wir hier Bewaffnung oder sowas drauf? Weiß ich nicht, wollen wir hier Bewaffnung ich ja nur drauf. Salvagen. Also ich gehe damit jetzt nur so gesehen den Schrott einsammeln. 3 Enemy-Signale, 2,55 Kilometer. Transporter, Escort-Drohne, Escort-Drohne. Die Drohnen sind nicht so tragisch. Geht auch, glaube ich, an uns vorbei. Ja, sind ja keine Signale online dran, oder? Ich habe selbst mein persönliches jetzt ausgemacht, wo uns der eine da entdeckt hatte. Ja, meine sind ja aus. Ich habe meins an. Also. Mit O machst du es aus. Das hast du angeschaltet. Sagen wir nichts zu. Besser ist das. Ich habe euch gerade zufällig in deine Richtung geguckt, deswegen habe ich es gerade gesehen. Ich hab's aus. So, und sehe, das Signal ist da. Pup. So, so, Triebwerke nochmal gucken. Wasserstoff, nein. Ione, Science-Fiction-Atmosphärentriebwerk. Oh.
Spionen? Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Bisschen unförmig, aber ist ja nicht schlimm. Für den Anfang. Ja, das erste Mobil. Ja. Und die Batterie reicht jetzt einfach so draufgeklatscht, um ich die noch irgendwie. Ja, ist nicht schlecht, nö. Du wirst gleich eh noch Spaß haben, wenn du Gas gibst. Weil eine Batterie ist schwer. Das heißt? Wirst du gleich merken. Oh nö. Meine Sorge ist einfach, ist das Schiff jetzt nicht noch zu schmal? Ja, ich überlege mir gerade, ob ich nicht noch eine Aufhängung mache. Wie eine Aufhängung? Und kann man nur von hinten in sein Schiff? Hier also oben. Ins Cockpit? Moment, einer nach dem anderen. Toto, erst nochmal. Toto zuerst. Was willst du? Triebwerke hier so weit, weißt du, weiter hier oben hinsetzen. Ja. Ich wollte sie erst unten hingesetzt haben, dann kann ich aber auch keine Solaranlage hinsetzen. Das heißt, ich müsste eher nochmal einen Platz lassen, weil ein breit muss es ja bleiben, ne? Oder muss es dann auch zwei breit sein oder so? Was muss wie breit sein? Den Trieb, ich wollte hier Solaranlage hinsetzen. Ne? Unter Triebwerk, hier in die Wand. Nee, mach das nicht. Dann muss ich ja. Wenn dann drüber. Wenn dann würde ich es drüber setzen. Ja, aber ich müsste doch eigentlich nur einen Klotz freilassen. Dann könnte ich sie so nachmachen. Nee, sind große Triebwerke. Ich glaube drei oder sowas. Auch in die Seite hin, rechts, links. Wie links, rechts? Die reden links. Ganz einfach. Das ist einfach. Statt jetzt direkt da dran zu klatschen. Klatsch mal dran, was du meinst. Zeig mir, wie du das machen möchtest. Und zwar direkt richtig. Nicht dann noch irgendwas erklären, wie das eventuell aussieht, sondern klatsch mal dran, wie du meinst. Ne? Ja. Einmal Solar. Ja. Und dann wollte ich, ja, geht jetzt nicht, ne? Wegen der Solar, da oben das Triebwerk dran setzen. So, aber eigentlich jetzt mit einem Abstand. Damit das Triebwerk jetzt nicht unten das alles wegfräst. Ne, kannst du nicht. Also Ein Abstand reicht nicht, ne. Aber warum nicht umgekehrt? Warum ich das Triebwerk nach unten, die Solar nach oben? Ganz einfach. Umso mehr Abstand ich zum Boden halte, und die Schiffe sind ja auch manchmal breiter. Mit meinen Triebwerken will ich das Schiff ja auch schon abwracken. Beziehungsweise beschädigen. Was wäre denn, also ja, du hast recht, die sind manchmal breiter. Was wäre denn, wenn Solar hier noch am Rand? Guckst du zufällig den Stream? Ich habe gerade Angst, dass du mich schrammst da hinten. Wer ist denn das hier gerade umfällt? Bist du Mango, ne? Ja, der sollte sich mal woanders hin bewegen. Am Riemen reißen. Ne, vor allem kannst du mal dein Fahrwerk nehmen und in den Einstellungen kannst du dann Kraft und sowas runterdrehen. Also ich würde mir um die Solar erstmal keinen Kopf machen, Toto. Vor allem setzt das Triebwerk lieber was runter. Wir können ja auch die Solarplatten hier, guck mal, oben drauf legen. Und dann kannst du dir ja Platz lassen. Kannst du dir ja komplett verteilen. Ja, ich bin aber noch am Überlegen halt, ne? Also wie ich das noch da oben vielleicht was ändere oder sowas. Oder vielleicht einen Anschluss nehme halt dann für da zu entladen, dass ich praktisch von unten an den Einsauger, ne? Der Verbinder mich da dran setzt. Dass ich gar nicht von oben komme oder von der Seite komme, dass ich vielleicht sogar einfach dann unten parke, dass ich schon tiefer am Boden bin. Falls ich nicht mehr hochkomme, weil ich zu schwer bin, weißt du? So, dass ich dann. Deswegen habe ich den doch hier in die Seite gemacht. Ja, wenn ich zu schwer bin. Ja, da kommen wir aber überall dran. An der Seite kommen wir eigentlich immer dran. Das ist ja der Clou. Und da ist halt eine große Öffnung. Wir wollen ja Bauteile dadurch ziehen. Und das ist halt das Hauptproblem. Ja, wir können nicht durch kleine Öffnungen. Wir haben aber oben nur kleine. Ich kann doch da oben halt von der Seite nach oben gehen, vom Cockpit aus. Da oben ist ja auch ein Bus. Ja, das kannst du natürlich machen, klar. Das geht, klar. Du kannst theoretisch auch hier hinten noch dran gehen. Nee, kannst du nicht. Doch, hier an die Container könnten wir dran gehen. Und könnte hier in der Mitte könnte man so ein Teil bauen, das ging auch. Was jetzt? Detected all units in range with switch. Ja. Aber Imba Crew. Keine Ahnung, wo die sind. Ist auch wurscht. Mango, tust mir einen Gefallen, fährst nicht direkt immer hier zu uns dann so extrem. Ich habe echt keinen Bock, dass mal mir da dran ist, sondern alles auf den Boden fällt. Dann riesen Bum-Bum. Genau, weil wenn du hier den Fuß wegklatscht, dann war es das für uns. Okay. Deswegen, du hast genug Eisfläche. Ist ja das Anknau-Signal, 76,15 Kilometer strong. Ja. So scheiße mit den Solardingern da oben drauf. Ja, dann sägst du da weg. Mach ich grad. Position. Kannst die auch hinlegen, ne? Die müssen nicht aufrecht stehen. Master. Das sind alles Batterien. Stimmt, du könntest auch, wie gesagt. Ja, ich hab gedacht mal, also du willst ja nicht nur ein paar Meter fliegen,
Nee, nee, das war jetzt einmal und. 14 Stück sind das. Große. Ja. Ich dachte, da, also dann kann man auf jeden Fall so um den Dreh 14 Triebwerke parallel laufen lassen. Das sollte funktionieren, 14 große. Theoretisch. Geh das erstmal weg, das ja. So, dich brauche ich weg. Weg. Schmeißgerät wieder hin. Regeln stellen. Ja, nervig. Nervig, lästig. Nee, ich finde, das gehört dazu dann. Ich finde das in Ordnung. Deutscher, wenn du Unterstützung brauchst, ne? Du weißt. Gyroskope schweißen. So. Gyroskope brauche ich ja auch. Eine Million Steine sind hier noch drin. Upsala. Ganze Menge Steine hier drin, ne? Ja, da. Ja. Upsi. Geht nicht. Achso, für Gyroskope und sowas habe ich gedacht, die könnten wir vielleicht in die Mitte klatschen. Ja. Ich habe jetzt hier, habe ich nochmal kleine Container zwischen die großen gesetzt, dass da halt auch nochmal eine Verbindung ist, ne? Wobei es mir da eher um die Stabilität ging. Mhm. So, aber wir könnten jetzt hier ganz, ganz banal mit Blöcken einfach eine Reihe durchziehen. Ne, dass man da dann eben auch einen Anhaltspunkt hat und dann hätte man da Gyroskop oder sowas, könnte man alle oben drauf klatschen. Ja, oder was halt direkt meinst, hier vorne geht Stück? Alles, ne? Hm? Sechs Stück müssen reichen. Boah, wenn ich mir das hier gerade angucke, würde ich glaube ich auf jeden Container eins oben drauf klatschen, genau hier auf die Öffnung. Sieht dann bestimmt auch optisch lustig aus, weißt du, hier, wenn die dann so die einen Läste dann in die eine Seite gucken, die andere in die andere Seite oder das noch nach vorne, das andere nach hinten. Mhm. Jetzt da 8 Stück für den Anfang, könnte schon was mager werden, aber ich denke, das ist nicht schlimm, wenn das Teil nicht unbedingt nervös ist. Also das darf ruhig etwas träge sein, denke ich, oder? Ja, werden wir sehen, erste Flugstunde, wenn wir sehen, was dabei rumkommt. Ja, ich denke auch. Da lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich werde es so noch designerisch verändern, weil das ist ja optisch gerade absolut hässlich. Ja, gut, ist halt jetzt erstmal Entstehungsphase, zweckmäßig. Aber hier unten könnte ich ja schon 4 reinhauen. Du kannst da sehr viele reinhauen. Das ist nicht so, als ob es bei dem Ding noch am Platz mangelt. Wir können den im Übrigen auch, ne, super easy, sowohl zur Seite hin als auch in der Länge noch erweitern. Wenn du sagst, der gefällt dir noch nicht oder der muss noch breiter werden oder sowas, aber. Cool, ich komme da gar nicht rein. Ehrlich jetzt. Dodger, ich glaube, es waren deine 1000 Stahlplatten. Ich habe die mal gerade abgebrochen. Ja, ich hatte die in Auftrag gegeben, ich bin Batterien am Machen. Die kommen nicht hinterher. Alles gut. Einmal fix. Wir könnten eigentlich noch ein paar Assembler mal eben bauen, ne? Weil jetzt wird es ja wirklich ernst für uns. Auch mit den Stahlplatten und sowas. Was hält uns davon ab? So. Was baut ihr da so? Hallo lieber Michel, was bauen wir? Erstmal eine Basis, die wir gerade versuchen, so ein bisschen in den Felsen zu verlagern. Das ist gerade, der liebe Dodger ist dabei. Dann haben wir, wie gesagt, hier noch ein bisschen Verteidigung, ein paar Fahrzeuge, ein paar Fluggeräte, fast alles allerdings zum Kampf. Also jetzt aktuell sehr wenig Ziviles, also wir haben wie gesagt Fluggeräte, wir haben Panzer und das wird jetzt ein ja, wie soll man es sagen, Schrotthändler? Schrottsammler? Achso, doch, stimmt, die hast du gedreht und die ist ja auch geil. Das wird ein Schrottsammler, denn aber wir haben noch in Cover-Modus, wenn man nicht genau kennt, wie er aussieht. Deswegen genau, Schrott. denn wir haben hier Gegner eingeschaltet und die kommen uns doch schon langsam aber sicher besuchen immer mehr. Und ja, das wollen wir so langsam aber sicher mal einsammeln. Wenn ich mir das hier so angucke, wie klein die Lücke ist, habe ich fast das Gefühl, unser Schrottsammler ist schon zu groß. Aber ja, er soll halt auch ein bisschen was mitnehmen, ne? Genau. Ich habe ein Problem. Dann geht man da manuell eben rein und ballert das weg. Ah, was hast du denn für ein Problem? Du hast deine Räder weggesägt.
Na nü? Genau, und ich habe vergessen, wieder so einen Fuß drunter zu setzen. Und neu bauen. Nein, das kann man da anders regeln. Ja, ich bin ja schon dabei. Du hast was gepostet? Ja, ein Plus, weil ich dir hatte hier was gemacht. Putzen? Nee. Was wollte ich denn? Fünf feindliche Signaturen. Antenna 234 und eine Escort-Drohne, okay. 4,33 Kilometer. 4,36, die entfernen sich aber. Ey, was machst du da? Finger weg. Nein. Ich wollte das etwas dünner machen, weil das ist zu breit, das Fahrzeug. Ja, das ist okay. Kannst du es auf der anderen Seite die zwei Dinger abnehmen? Nee. Okay. Schon wieder keine kleinen Stahlrohre. Problem hatte ich eben auch schon, aber ich habe eigentlich produziert. Was ist das denn? Warum unable to place? Ach komm schon. Ist die Apparatur dafür da? Ah. Bitteschön. Danke. Ich hoffe, die Höhe reicht. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir halt noch einen dran bauen. Geht auch. Aber jetzt hast du halt hier erstmal den Magnetfuß, sodass er eben auch hält. Danke. So. Magnesium. Da liegen auch wieder Reste. Die sind ziemlich ramponiert aus. Ja, eure Basis. Ja, ist sie auch. Ist sie auch, Michel. Die ist ramponiert. Aber das ist nicht schlimm. Wir geben nicht auf. Ich hau mich mal in die Koje. Ich würde sagen, gute Nacht. Servus. Jo, Flo, bis denn. Hat Flo da eben schon mal geschrieben. Haben wir keine interne Panzerung mehr? Kann ich dir nicht sagen, nein. Dodger. Ich sehe es gerade nicht. Nee, reichen leider nicht. Machen wir das Ding dann gleich noch was mehr? Produktion. Wie mache ich den Kolben wieder einfahren? Nein, lass den draußen und wir bauen zwei daneben. Gut. Wenn du den jetzt wieder einfährst, sind wir ja nur noch kleiner. Heißt er Magnetfuß oder? Heißt er Magnetfuß oder? Was heißt Magnetfuß? Der Magnetfuß heißt Magnetfuß, ja. Finde den nämlich nicht. Du wählst den normalen Fuß aus oder Magnetplatte heißt das Ding?
Achso, ja, Magnetplatte gibt's. Du wählst den normalen Fuß aus ansonsten und dann drehst du mal Mausrad. Dann krieg ich wieder Lust selber zu spielen, kann ich nur empfehlen. Auch jetzt mit Fuß, dem. Nennt sich Fahrwerk. Stimmt. Fahrwerk. Auch jetzt wieder mit dem DLC, mit dem neuen. Also mir gefällt's richtig gut. Neue Möglichkeiten, neues Zeug, was es wieder gibt, ist schon cool geworden, ganz ehrlich. Kostet ja 10. Hm? Kostet ja 10. Boah, ich glaube, war diesmal teuer. 3 Euro? Oh. Ja, das ist Space Engineers. Da ist ein Profi gewesen. Ich habe ihn gesehen. Ey, Witz bei Sache ist, du fliegst hier lang, auf einmal kommt MG-Feuer an dir vorbei. Du rapp, und denkst, ja, okay, wenn du durchfliegst, bist du tot. Hm. Ja, passiert. So, erstmal noch ein bisschen Magnesium hier. Gucken wir mal, was das Hündchen so gefressen hat, wa? Uiuiuiui, 5 Powerzellen. Armer Hund. Er hat bestimmt Bauchschmerzen gehabt. Der die auch gefressen hat. Hm? Ja, die, in den Hunden ist ja auch Zeug drin. Ich weiß. Aber der die gefressen hat, die schmecken aber bestimmt gar nicht. Meinst du? Bestimmt unwenigst bei den Dingern. Ja, ja, das kommt auch schon zum. Lästig. Ja, komm. Und nochmal Magnetplättchen. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Warum magst du da den Top-Part nicht? Da ist er doch, siehst du? Soll er auch halten. So, Pisten 3. War der falsche. Mir nur jetzt einfällt, ist gerade sehr praktisch, nur wenn ich von außen gucke, wo ich da lande. Und ich habe keine Beleuchtung nach unten. Ich kann doch bei den. Ich kann doch bei diesen Sägen, ne, bei den, muss ich nicht alles rein theoretisch voll klatschen, ne? Nö, wir könnten eigentlich genau in der Mitte eine raussägen. So ziemlich genau mittig. Würde ich sagen. Scheinwerfer rein. Ich würde tatsächlich nur eine Kamera reinschmeißen. Obwohl das Ding ist 3x3, ne? Könntest hier das Ding, sag ich mal, wegsägen. Hier da einfach ein paar Blöcke reinklatschen. Sind ja dann 9 Stück oder was? Was du da absägst. Ja. Oder was meinst du? Kann man 5x5 Räder Gegner? Dran machen? Oder sind die nee, ich hab mich unter die Welt gepackt. Ah, cool. Schlecht. Oh, was ist denn das? Du hast schon Dings. Ja, kannst Raven du dich wieder reinbohren oder musst du dich so wirklich komplett. Nee, ich hab mich mit einem Drill dementsprechend wieder reinbuggen können. Gut. So. Okay. Müssen wir hier eigentlich den wieder anschalten, ne? So, was hast du jetzt in der Whitelist? Ammo, Assault Cannon, nochmal explizit, Hydrogenflaschen, Oxygenflaschen, Raketen, aber kein Eis. Gut. Und aber du lässt zurück alles. Oh, was ist denn jetzt passiert? Irgendwo am, oben am Hügel. War wohl ein Wofi. So, jetzt mal gucken. Also er zieht sich jetzt auch gerade Gott sei Dank nicht mehr mit Eis voll. Wie heißt denn das denn? Memo-Box, ne? Andere Verbinder, Large Cargo. Drin der Munitionskisten, Small Cargo, das ist auch okay.
Okay, ihr könnt immer nur 4 Kisten. 5 Kisten. 5 Kisten. So, 22 haben wir im Cockpit. Das ist okay. Vielleicht sollte ich euch aber mal in den Cargo verfahren. Das ist auch echt verdammt viel, ne? Wie viel ich hier mit mir rumschleppe. Mal eine Tonne geht. So. Gut, irgendeiner hat noch seine Gatling nicht aus dem Container geholt. Kann sein, dass ich das bin. Mhm. Ja. Ne, einfach nur Cargo wollte ich haben, die Cargo-Container. Da waren welche drin. Oh, da ist nur noch eine Munition drin, da drüber. Gesundheit. 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 Danke, danke. Jemand krank? Nee, ich hab das manchmal. Hä? Stahlrohr groß. Hat irgendwer von euch Stahlrohr bestimmt bestellt? Einfach nochmal neu machen. Nicht drüber Produktion. Nachdenken. Wenn du mit so vielen Leuten unterwegs bist, nicht drüber nachdenken. Ist in der Produktion. Okay. Ach, ich brauche eh nur Stahlplatten. Warum gehe ich wieder nach hinten? Ich kann nämlich gerade die ganzen Räder für mein Auto nicht machen. Reverse detected. Bei uns jetzt? Ist was Dringendes? Nein. Das war jetzt nur eine Meldung. Okay, weil ich bin hier gerade die Dinger am Aufmunitionieren wieder. Oh! Scheiß Kolben. Entschuldigung. So, der Kollege hier, glaube ich, hat noch gar kein Invent. Ja. Die Edson hat sich schon mal ein bisschen was genommen. Ist das schon mal nicht ganz schlecht? Ui, 3000 Kilo, das ist eine Menge. Der Gatling. Das ist meiner. Wir haben ja wieder ein bisschen was hergestellt, ne? Wie weit wir kommen. Also. Dann haben wir den. Schütze, wie hast du. Saß du eben in der Kabine, um das Ding wieder runterzulassen? Mhm. Ich habe da diese beiden Kolben bzw. Pisten. Ja, einen habe ich entfernt, ja. Ja, und die anderen beiden, die kannst du jetzt auswählen, dann kannst du sagen, umkehren. Kolben 4. Hm, genau. Umkehren oder sowas, da müsste da so ein Knöpfchen sein, so. Und jetzt den anderen auch noch umkehren. Achso, ja. Und dann gehst du aber bei der Magnetplatte auf Lösen. Entriegeln steht hier. Ja, mach das. Aber du musst den Kolben trotzdem einfahren, sonst gibt das keinen. Ja, ja. Die Platte ist halt jetzt wieder verriegelt. Die musst du jetzt wieder entriegeln. Ne, Kolben und Magnete sind böse. Wie sie hier sehen. So, sehr schön. Sieht richtig toll aus. Ah ja, jetzt. Ja. Genau. Dodger, wie wollen wir hier aus der Basis rauskommen? Die Tore gehen von oben nach unten. Ich würde dann hier hinter irgendwo einen Durchgang buddeln und da mit Conveyors wo durchgehen. Wo bist du? Am Eingangstor von dem
Du guck mal hier unten. Ah, okay. Und wir kommen dann hier zentral raus, oder wie? Ja. Okay, wie gehen wir dann an den Seiten hoch, damit wir da Verteidigung hinkriegen? Gar nicht? Du, ganz einfach. Ja. Von unten an der Seite hoch, warum? Oder wo willst du die Verteidigung hin haben? Ja, hier oben drüber hätte ich das. Ich hätte halt die Conveyors nach Möglichkeit so weit wie möglich versteckt. Du, notfalls, ja. Klickst du einfach hier eine Kreuzung rein und dann packst du hier zur Seite hin hoch. Ja. Ja, aber du hast recht. Wir gehen von unten und vor den Toren gehe ich dann unterirdisch hoch und komme dann hier an der Seite raus. Macht ja Sinn, dass das vor dem Tor ist. Aua! Was denn? Jedes Mal, wenn ich gegen die Kolben aus Versehen komme, dann wird es mir hin und her geworfen. Oh je. So, ich glaube aber Stein haben wir nicht mehr, ne? Dann können wir eigentlich noch den letzten Kolben mal... Attacke. Ne, das passt. Die dürften ja doch relativ leer sein. So, jetzt wollte ich aber noch mal... für etwas Unterstützung sorgen. Fällt dann hier irgendwas zusammen? Nee, ne? So. Hab 5 Euro. Oh, knapp 5 Euro, entschuldige. Der Michael hat gerade geschrieben, DLC kostet 5 Euro. Das ist natürlich heftig. Mhm. Entschuldigung. Was war das große Schiff, was du gebaut hast? Welches? Sorry, ich habe den Chat irgendwie ein bisschen übersehen. Ich bin ja gerade so ein bisschen im Film drin. Das hier, das habe ich gebaut als Angriff, beziehungsweise hauptsächlich tatsächlich als, ich sag jetzt mal, Erdkampfschiff. Also der Gedanke ist halt, du fliegst irgendwo drüber. Ne? Hier waren ja einige Basen. Und dann kriegen die halt von oben mal richtig kräftig auf die Mütze. Deswegen haben die, wie gesagt, habe ich hier diese Assault Cannon-Türme. 4 Stück und die gucken dann halt nach unten und einfach weil Gatling ist gut, gibt es halt auch nochmal 8 Gatlings dabei, die allerdings auch unter anderem Raketen abwehren. Wenn also Raketen oder was auf mich fliegen, dann wehren die Gatlings das ab. Ja, hier halt 6 Stück im Prinzip, wenn ich wirklich mal frontal irgendwo der Meinung bin, ich müsste mal mit jemandem diskutieren. Und oben drauf halt auch nochmal 4 Gatlings, aber auch wie gesagt eher so in Richtung Verteidigung zu sehen. Wobei wir vorhin relativ am Anfang dieser Folge kam halt auch ein wirklich mächtiges Reaper-Fluggerät auf uns zu. Und da bin ich mit dem Kollegen hier drauf losgeflogen und das war schon nicht schlecht. Ne? Also die Gatlings, die sind ja dann automatisch, die machen schon echt guten Job. Vor allem, wenn du dich dann seitlich denen gegenüberstellst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, mit deinen eigenen Gatlings drauf zu schießen, während halt die Türme auch noch antworten. Ne? Und wie gesagt, hier die dicken Kanonen, die sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Auch wenn es Small Grid ist, die Assault Cannons, die hauen schon richtig rein. Also ich habe mit dem Dodger, haben wir mit diesen Assault Cannons, ich hatte das wie gesagt hier auf dem Panzer drauf, der hat nur diese eine Kanone. Damit sind wir dann auch so etwa 1000 Meter rangefahren, also bevor praktisch auch die gegnerischen Maschinengewehre antworten können. Und du hast hier aber 1400 Meter Reichweite und die haben wir dann halt schlicht manuell gesteuert, ne? Also du setzt dich dann da rein, wählst die Kanone aus und dann schießt du halt selber da auf die Ziele und das geht schon ganz gut ab, also. Deswegen habe ich wie gesagt auch hier dieses Gerät gebastelt. Ich habe zwar nicht gedacht, dass ich dann auch mit der Kamera auf dem Kopf sitze, das habe ich irgendwie verpeilt. Aber mit dem Flieger kannst du dann wie gesagt auf 1000 Meter oder sowas an die Gegner ran. Naja, 800 geht halt auch noch, bevor die anfangen zu schießen. Und dann fängst du halt einfach an mit dieser einen Kanone, den, wie gesagt, das, die Verteidigung, wie gesagt, zu zerlegen, ne?
Das mit dem Panzer habe ich gesehen. Ja, cool. Das freut mich schon wieder. Das freut mich. Und wie gesagt, da war halt. Ach so, ja, Triebwerke, ne? Sollte man sich nicht draufstellen. Das tut weh. Willst du mal eine Runde fahren, Schütze? Ja, sicher. So, und wie gesagt, da kannst du dich dann halt auch mit, ne? Also im Prinzip halt auch eher so eine Art Speer, um zu gucken, wie es aussieht. Und dann aber eben einzeln, wie gesagt, draufklatschen. Deswegen habe ich hier auch diese Warfare-Batterien reingeknallt. Und zwar davon direkt 6 Stück, damit ich auch wirklich eine gute und lange Reichweite habe. So. Huch, das war bestimmt ein anderer Signal. Wobei der hat ja nur auch, also 2, 4, 5, also der hat auch 10 Batterien. Das heißt also, wenn der Toto in seinem Auftrag unterwegs ist, wie gesagt, hier abzuräumen, aufzuräumen, dann kann man den hiermit auf jeden Fall, denke ich, würdevoll begleiten und unterstützen. Das denke ich schon. Mhm. So, jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal hier. Siehst du, Mangos Konstruktion ist deutlich schlanker geworden. Jetzt sieht es doch schon. Guck mal, jetzt kann man es doch schon fast gebrauchen. So, jetzt würde ich hingehen, die Fahrwerke. Weiß ich, ob du da rumgespielt hast. Ja, habe ich. Hast du, sehr gut. Oh, Power auf 10, Härte auf 6, gar nicht schlecht. Geschwindigkeit würde ich noch runterdrehen. Ja, ich habe eigentlich nur Power runtergesetzt. Das ist doch cool. Na, ich gehe mal noch eben noch das, was für Dings holen. Also du kannst auch, wenn du, ich sag jetzt mal hier so ein kleines Fahrzeug noch hast, kannst du auch durchaus die Lenkung bei allen anlassen. Das geht, ne? So, und dann bist du halt natürlich richtig krass wendig. Ist jetzt auch im Eis, okay, ist jetzt uncool. Oh, vor allem mit den Kratern hier. Ui, ja, nicht schlecht. So, ist doch gar nicht schlecht. So, für mein erstes Schiff. Das ist doch super. Richtig, wie gesagt, ich würde dir auch die Lenkung wieder rausnehmen. Das, was du hattest, war besser. Und halt genau die falschen. Ja, natürlich. Guck mal hier. So, ist hier viel Spaß. Ich hab das optimiert. Ach, ehrlich. Nee, das war auch richtig. Na, ich muss dann nämlich auch noch ein bisschen optimieren. Da kann jemand gleich jede Menge schweißen. Na du? Ja. Soll man ein Schiff dafür bauen? Deine Frau dich liebevoll daran erinnert, guck mal auf die Zeit. Nein. Aber danke, dass du es tust als Frau. Ja, ich fürchte, ich werde mich hassen. Achso, P ist übrigens Parkbremse. Ja, ja, sieht das schon gar nicht schlecht aus, Junge. Jetzt, wie gesagt, noch. Ja, Schatz, ich hab die Uhr im Blick. Danke für die Erinnerung. Jetzt brauchst du Panzerung rum. Knallst dir ein MG oben drauf. Zack, hast du einen Panzer. Ja, ich wollte eine Gatling, aber ich finde das Teil nicht mehr. Gatling-Turm oder Maschinengewehrturm. Aber du musst das irgendwie dann hier mit dem Cockpit verbinden. Sonst hast du da keine Munition. Also hast du nur das Lager von der Gatling. Das wird dann ein bisschen mager. Kannst du dir da lieber solche Bubblies dran bauen und da eine Verbindung schaffen. Warte, ich finde die gerade nicht. Wobei hatte ich die denn gerade? Ah, ja, ich glaube Kanone. Guck halt einfach mal bei allen. Oh, die Konnektoren müssen wir auf jeden Fall noch weiter rausholen. Sonst passt das nicht mit den Triebwerken. Ja, mach mal noch Medium Cargo zwischen. Ja. Dann geht's ab. Joa. Ja, sicher. Die Konnektoren müssen weiter raus, das geht sonst nicht. Es war gar kein Problem auf deinen Konnektorenkram da. Keine Anspielung auf deinen Konnektorenkram da. Nee, ich hab das jetzt nur hier gerade bei dir gesehen. Bei mir? Auf meinen. Ja, Das wird so nicht passen. Da dötzt du mit den Triebwerken an. Oh, wie, was? Achso, da. Ja, ich hab schon die Dingsbums, die Erweiterung da geplant. Hast du mal Lämpchen weggemacht? Ich hab hier den Dingens weggesägt. War da eine Lampe dran? Ja, da waren 4 Lampen dran. Oh, Entschuldigung. Dann ja. Was sind die denn? Mein Gatling-Turm muss auf die Kabine drauf, oder was? Nee. Warte, ich habe gerade Fuel Critical. Mit seinem komischen Kuh muss. Ich baue momentan meine Kanone, teilweise selbst.
habe ich, wie gesagt, auch schon überlegt, hier mit diesen Turmdingern, aber ja, beim nächsten. Also ein Panzer kommt noch, ein größerer, ein deutlich größerer. Solange Schütze den Kommandoträger nicht nochmal zusammenschweißen will. Ich denke erstmal nicht, Sarah. Wenn du hier eine Gatling drauf machst, wäre halt einfach nur der Tipp, guck, dass du hier, ne, also diese gelben Dinger sind immer Förderbandverbinder im Prinzip. So, ich setze den jetzt einen höher, weil deine Gatling soll ja auf jeden Fall ein bisschen höher sein, ne, dass man hier noch ein bisschen Panzerung oder sowas drauf machen kann. So, und dann könntest du hier den Gatling-Turm hinsetzen. Na, wenn er den denn jetzt richtig setzen will. Ne, will er noch nicht. Denn du siehst ja, die Gatling hat auch ringsrum, hat die diese kleinen Dinger. Ja, ja. So, und wenn wir die dann verbinden, dann kannst du aber dein Cockpit, das hat auch eine gewisse Lagerkapazität. So, und wenn man dann hier die Gatling draufsetzt und du hast aber die Verbinder da dran, dann hast du im Prinzip die Lagerkapazität von deinem Cockpit noch mitgenommen. Boah, das ist ja geil. So, ne? Und dann kannst du halt nicht nur, weiß gar nicht, was es sind, 5 Dinger mitnehmen. Also ich glaube, in einen so einen Turm können hier 5 von diesen Munitionspaketen rein. Ne? Sondern du hast dann halt 5 in der Gatling und nochmal, ich sag jetzt mal, 10 in deinem Cockpit. So, pass aber auf, ich habe das Ding jetzt einfach nur da reingesetzt. Ne? Du siehst schon, es ist verhältnismäßig schräg. Es ist jetzt verhältnismäßig hecklastig. Also da muss man vielleicht dann vorne dran auf jeden Fall noch ein paar Panzerplatten brutzeln oder sowas. Aber das kriegst du schon hin. Und Munition? So. Ja, die holen wir dir später. Aber erstmal musst du das Ding fertig bauen. Das ist doch noch nicht fertig. Du hast da die ganzen Verbinder, sind da auch noch nicht fertig. Nee. Ja, und wie gesagt, das ist halt jetzt gerade relativ hecklastig. Also vielleicht baust du dir gleich vorne auch noch mal ein paar Sachen dran. Warte, Verbinder heißen die einfach. Oder du überlegst halt hier die Batterie noch mal aufzustellen oder sowas. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die habe ich dir hier schon gesetzt. Guck mal hier, die kleinen... Ja, aber ich brauche hier Material dafür. Ja, einfach angucken mit dem Schweißgerät. Rechtsklick. Stimmt. Und dann hast du sie in deinem Konstruktionsplaner. Fertig. So. Und jetzt wollte ich doch, genau, deswegen hatte ich ja auch hier mal angefangen. Mann, ich bin aber wieder durcheinander heute. Auf 12 Baustellen gleichzeitig. Damit wir gleich auch vernünftig Material herstellen können mit dem Dodger. Was soll der Geist, ne? So, habt ihr noch was in der Produktion? Nö. Gut, ich schmeiß euch sonst alles raus. Mach mal alles. Ich komm näher mit meinen 300 Triebwerken. Sorge. Ja, wacht aber noch einen Moment. Ich bin da was am Vorbereiten. In der Zeit hole ich mir mal fix ein anderes Signal. So als denn. Oh oh, Reaver Slayer. 4 Kilometer. Slayer ist, glaube ich, auch so ein, also so ein Schrottsammler-mäßig. Einzel? Ich da nicht alles deucht bei. Weiß ich nicht, bis jetzt hat er sich nicht gemeldet, ne? Obwohl er 3 Kilometer von mir entfernt ist. 3,6. Was ist denn für ein Teil? Das ist ein sogenanntes Unknown Signal. Wenn du diese Meldung kriegst, guck, dass deine Flasche voll ist, dann fliegst du hin. Dann kannst du nämlich hier auf Knöpfchen drücken mit K und dann kriegst du hier so Special Kleidungszeug und sowas. So. Und dann kannst du nachher auch so eine wunderhübsche Kuh werden wie ich. Ich krieg immer den gleichen Shit von da, juckt mich das nicht. Meinst du, Slayer ist auch ein Schrottsammler? Ich meine ja, das waren die, die mich oben dann immer angegriffen hatten, also im Nahkampf, direkt mit einer Säge und haben direkt in die Triebwerke reingeballert. Echt? Also die haben auch eine Gatling dran und auch die Fräse halt, die Säge. Ja. Kommen dann ran, schießen auf dich, haben vielleicht begrenzte Munition, was auch immer, und dann fangen die mit der Säge an. Gefahren. Der Reaver Slayer fliegt wieder. Ich wollte gerade hinfliegen, um ihn mir mal anzugucken. Fertig. Meine Gatling-Namen, die schießt dann automatisch, ne? Wenn du das einstellst, ja.
immer drauf. Du wirst dann, wie gesagt, feststellen, du hast da verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Also auf diese Gatling-Gun. Genau. Über das Cockpit, ne? Dann über okay. K gehst du da rein, in dieses Kontrollmenü. Genau. Da kannst du dann verschiedenste Sachen auswählen. Kannst dann auch, dass die sich selber bewegen soll, ne? Und ich würde unten immer machen, hier Zielfokus oder was, wo die hinschießen soll. Würde ich immer noch hingehen und sagen. Einfach nur auf dieses Einmal schießen, oder? Hm? Nee, nicht ja. Dieses Einmal schießen. So, dann habe ich jetzt einfach auf Schießen an. Boah. Oh, keine Munition. Wo sind denn die anderen Assembler? Was ist denn das? Reva. Ishiva, Reva. Hä? Aber Reva has Slayer detected oder was? Ne, die kommen aber nicht zu uns. Guck mal. Der fliegt weg. Der geht woanders hin. Unknown Signal. Nein. Wo zur Hölle sind die anderen Assembler? Warum finde ich euch nicht? Oh nein. Wolle nicht mit dir spielen. Nee, der hat sie einfach auf Deutsch umbenannt. Richtig lässig. So. Sehr gut, ich denke mal, ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Eine sehr gute Entscheidung. Ich sollte das auch tun. Ja. Und dann können wir ja einfach die Tage oder so noch mal gucken. Genau. Na gut. Mango, bis denn. See you later, Alligator. Hauste. Tschüss. Ciao. Na? Oh, jetzt ruckelt's ja. Also achte bitte bei der Produktion darauf, dass da jetzt die 1 der Master ist. Guck jetzt mal. Dann bezeichnet die den als Master. Habe ich. Ich gucke jetzt mal nur, ob das auch bei dem jetzt als Master landet. Siehst du, tut es nämlich nicht, weil irgendwie ist die 2 immer jetzt oben mit Slave. Also wenn man dem jetzt Sachen dann macht doch die 2 als Master. Ja. Klappt? Jo. Junge, 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 hier kommt echt wirklich immer mehr, ne? Drohne. Supply Cache. Supply Cache würde ich mir ja echt gerne nochmal angucken. So, der kleine Panzer. Gucken wir uns nachher noch den großen Panzer an. So, hier haben wir eigentlich alles aufgefahren. Ah,
Also die Bohrer können wir eigentlich ausmachen. Jo, alle Kolben sind ausgefahren. Ich würde auch behaupten, das reicht erstmal von der Tiefe her. So, ich denke, der Dodger sieht das ähnlich. Hast du hier schon eine Verbindung zum Materialfluss, dass du dir da theoretisch einen kleinen Container hinsetzen kannst? Nee, ne? Ich habe da schon einen kleinen Container hingesetzt. Mir fehlt nur noch die Verbindung. Ja, brauchen wir die Bohrer noch oder sollen wir sie entfernen? Naja, wenn wir noch andere Räume ausheben, können wir dann später die Bohrer da besser gebrauchen. Also kannst du entfernen. Innovatur, ne? Kann man bei euch mitspielen? Joa, Michael spricht eigentlich nichts dagegen. Bitte einmal um Discord melden, vorstellen. Gucken wir, ob das mit uns harmoniert, ob deine Einstellungen und sowas alle passen. Dir ist, denke ich, bewusst, dass das Ganze online passiert. Also, ne, ich streame das sehr gerne. Das heißt natürlich auch, ich kann die Leute hören. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Und wir bitten natürlich um ein gewisses Benehmen. Ansonsten spricht er nicht gegen. Hey! Was denn? Das scheiß doofe Ding hier hat mein Triebwerk weggeschossen. Kann ich mir nicht vorstellen. Komm, gucken. Beweis. Beweis A liegt auf meinem Triebwerk. Wo denn? Hier, wo ich vorstehe. Ich sehe da nichts. Das hab ich aber gesehen. Und das Drehbuch. Wir informieren Sie, dies ist neu. Nein, der Mango ist nicht in die Kryokammer. Das haben wir ihm nicht gesagt. Soll ich noch schießen? Ja, und dann? Was haben wir denn davon? An den Loot von ihm. Stimmt ja, ne? Das ist aber nicht der Grund, warum... Aber dann kannst du es irgendwo reinlegen und dann hat er es später wieder. Das ist nicht der Grund, warum du ihn erschießen willst. Du willst ihn einfach erschießen. Nein. Ja, nicht? So, es ist mir kaum nicht einfallen, irgendjemanden einfach just for fun zu erschießen. Ja, nein, gut, du komm, doch nicht. Dann, ich helfe. Aber lass ihn uns nicht erschießen. Lass ihn uns liebevoll zersägen. Okay, ich hab Säge aufgepasst. Moment. Ich okay. Alle drei zusammen, komm. Kann ich auch in der Außenansicht sägen? Ja, keine Ahnung, da sieht man. Seid ihr denn? Ja, geht. Ja, geht nice. Ach. Ich kann das vermutlich von außen filmen. Besser Helm zu, ne? Sonst sprattelt das so. Oh ja, da sagst du was. Ich meine, Licht lasse ich an, ne? Ist klar. So, kommt. Wir wollen hier mal einen schönen Screenshot davon. So, ja, dann okay. mal los, oder? Dann. Ready? Jo. Oh, Läpsch, Alter. Oh, Entschuldigung, ich bin in der Außenansicht. Wieso? Oh Gott, kannst du bitte aufhören, dann noch so zu knien? Ja, Toto, kümmerst du dich um den... Du siehst aber komisch aus. Was ist denn mit dir los? Was denn? Weiß ich auch nicht. Du kümmerst dich um den Loot, ne? Ich bin voll. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich kann auch nichts aufnehmen. Was stimmt denn nicht mit euch? Aus Schlachten. Seinen armen Kollegen kaputt. Ja, wenn dich das nicht stört, Michael, klar kannst du mitmachen. Da spricht an sich nichts gegen. Nach dem, was wir gerade getan haben, überleg das jetzt nochmal. Aber wir sind ja eigentlich nett. Wir haben es ja nur für den Loot gemacht. Ja. Alles nur für den Loot. Alles für den Dackel. Genau. War da Gravel noch drin? What the fuck? Tatsächlich. Kinder, wir müssen diesen Container hier retten. Vielleicht sollte ich schon einen neuen, wie gesagt, in der Basis bauen. Loot hast du reingenommen? Was habe ich mit reingenommen? Den Loot. Ja, sicher. Signal. 4,9 Kilometer entfernt.
So. Das haben wir auch. Jo. Ach, ich wollte hier die... Hier liegen einfach 6 Tonnen Eis rum. Okay. Unten drunter meinst du, naja. Das ist bestimmt hier rausgeflogen. Ich glaube, den würde ich aber jetzt auch von Hand zerlegen. Hier hat auch schon irgendeiner zerlegt, oder? Der war doch der mit den schweren Stahlteilen. Oder ist das Ding jetzt tatsächlich Stück für Stück einfach weiter kaputt gegangen? Wann? Nee, echt? Wie stiegst du es denn? Keine Ahnung. Oh. Uiuiuiui. Kaltblütiger Flex, ja, so in etwa. Und da hat der Zara den geklippt. Ah. Ach, ich muss auch noch einen Blueprint von dem Dingens ziehen. Ich sehe hier von dem Speer. Der taugt bestimmt auch als Basis für anderes. Wie gesagt, der hat auch noch eine Menge Kraftreserve, sogar der kleine hier. Also wirklich eine Menge Kraftreserve. Der müsste etwa, ich glaube, 60 bis 80 Tonnen müsste der heben können. Wie stehen hier alles rum? Pfeile, ja. Wo schießt du jetzt drauf? Kann mir das erklären? Wo schießt der denn hin? Alter, hör auf jetzt! Ich weiß nicht mal, wo du hinschießt. Du kannst nicht irgendwo hinschießen, wenn ich nicht weiß, wo. So, gut jetzt. Deswegen hörte ich da immer einen Aus-Knopf dran, ne? Ja, ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Hab ich sogar, siehst du? Ich hätte einfach nur drücken müssen. Sehr gut. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Hä, wieso kann ich die nicht kontrollieren? Achso, weil ich sie jetzt ausgeschaltet habe. Dämlich. So, jetzt ausschalten. Eine Stunde bin ich jetzt in der Luft. 35 Minuten, das ist aber wenig. Wie viel haben die denn? Stored Power 400 von einem MW. Okay, das heißt also, ich kann eigentlich so fast das Dreifache. Gar nicht schlecht. So, was wollte ich jetzt nochmal machen mit dem Ding? Ein Blueprint ziehen, genau. Ja, das da hinten, warum ist da ein weißes? Ist auch egal. So. Nicht, dass der Waldi das hier mit den Mods meinte. Das sind natürlich keine Mods. Das ist einfach DLC. Diese Hover-Dinger. Zack. Small Grid. Hä? Nee. Nee, nicht Small Grid. Ey, ich habe das Ding doch schon umbenannt. FKS, was war denn das nochmal? Wie hatten wir das Ding denn nochmal genannt? Mein Kampfschiff? Nee, Fernkampfspeer, genau. So, jetzt aber. Der hier ist Margaret, ich glaube, es hackt. So, jetzt aber. Ganz schön nebelig, ne? Hopp, und einfach alles mal aus. Wir fallen wie ein Stein.
Hui, und wieder an. Toto, ich falle wie ein Stein. Ich habe einfach alles ausgeschaltet. Gut. Kann mich nicht halten. Ich fliege direkt auf dich zu. Wer dann unter mich streckt. Kann ich direkt zerschrotten. War ein Witz. Schade. Hey, sag nicht schade. Hier liegt genug zum Schrotten, keine Sorge. Miau, na, komm. Komm. So, sehr schön. Haben wir davon ein Screen? Ein ja, von dem mache ich auch noch mal ein. Das ist ja jetzt hier auch ein bisschen eine andere Version geworden. Boah, kriege ich hierfür noch richtige Biegung hin? Das wäre jetzt richtig edel. Ich das jetzt noch hinkriegen würde hier. Der 7. Das ist es. Ja. Nice, ja. Ja, Mann, verbesserte Duschesystem, so sieht's aus. So, jetzt habe ich nämlich noch ein paar mehr Bremstriebwerke und das Ding hat ja auch noch eine Kamera. Was halt auch echt nett ist. Jetzt müssen wir noch hier mal einmal. So. Bin ich hoch genug? Ja, ne? Nicht, dass ich hier gegen dich fliege, das wollen wir ja nicht. Das finde ich halt so geil, dass die Dinger auch je nachdem, welchen Anspruch sie haben, schneller oder langsamer drehen, ne? Das finde ich halt richtig geil. Hier, wenn ich jetzt Gas gebe, dann drehen die Propeller hoch. Und sonst sind die halt voll am rumoxidieren. Finde ich richtig, richtig gut. So, Kamera. Genau, müssen wir auch noch umbenennen in BWK. Genau, Licht gehört noch dabei. So, zack, ihr müsst noch hier auf 200 gestellt werden. Jetzt weiß ich gar nicht, was hat das eine Licht? 4, 4, 5, 5. Und Intensität 5, 5. So. In BBK, achso, genau, da haben wir noch die zwei neuen, die Bremstriebwerke. So, kam noch was dabei. Meteor Storm inbound. Schlecht. Kamera, aber ich habe doch schon eine unten, ne, für den Dingens. Also, welches jetzt was? Tja. Okay, das ist jetzt die für unten gewesen. Machen wir noch so. So, und die Kamera für vorne, wo packe ich die jetzt hin? Ein If. Am besten packe ich die hier auf die 6 oder so, ne? Die 6, dann packen wir den Generator, packen wir hier hin.
Die brauche ich ja jetzt so oft nicht. Finde ich das hier wichtiger. Ach so, ja. Danke dafür. Jo, so. Jo, kann man jetzt nämlich auch hier richtig schön ranzoomen und dann gucken. Das gefallen gut. Warum habe ich da jetzt so rote Linien? Na, was soll's. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, so lassen wir das. Jetzt noch einmal, wie gesagt, die Farbe anpassen. Machen wir davon auch nochmal einen neuen Blueprint. Also, aktuell habe ich jetzt bei meinem Schiffchen 8 Tage Batterie. Mhm. Ein Gesamtgewicht von 148.963 Kilo. Oh, das ist aber viel. Ja, ne? Ja, das ist viel. Das heißt, mit meinen 12 Triebwerken nach unten komme ich halt. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Du hast 12, so, du hast jetzt 150 Tonnen Eigengewicht. Sind etwa 3 weg. Und 8 brauchst du noch, wie gesagt, wenn die Container voll sind. Okay, du hast meiner Meinung nach viel zu viele Triebwerke für nach vorne, nach hinten und für links und rechts. Also ich habe halt Angst, wie beim letzten Mal, dass die Neigung, ne, das war ja das war Schlimme überhaupt, ne, dass ich mich ja so gerollt hatte irgendwie, weil die Gewichtsverteilung so kacke war. Ja, aber wie gesagt, also ne, 4 fette Triebwerke für einen Ausgleich nach links und rechts, das sind 200 Tonnen Schub. Mhm. Ja, aber die Dinger wiegen, du hast da ja 90 Motoren und alles drin. Das ist halt eher so der Punkt. Ich bin im Fahrzeug drin. Ich stehe mir gerade, warum kann ich mich nicht bewegen? So, und sollte man sich vielleicht überlegen. Also genauso wie nach vorne und nach hinten. Ich meine, klar, ist geil, wenn du extrem viele Triebwerke hast und du kommst ultraschnell nach vorne und nach hinten. Ich will nicht ultraschnell, aber ich will halt auf jeden Fall nicht stehen halt, ne? Ja, aber halt auch da. Du hast gerade 4 Triebwerke in jede Richtung oder sogar noch mehr. Nee, ich habe doch 4 nach links, 4 nach rechts. Ja, und 4 nach vorne und 4 nach hinten. Jop. Die würde ich vielleicht auf 2 reduzieren. Wenn das Ding leer ist, wird das richtig aggressiv. Das macht keinen Spaß. Wenn das Ding voll ist, ist es halt immer träge. Ist aber nicht schnell. Also ich meine, du kannst ja einfach mal abheben, bevor du das jetzt zersägst. Du hast die Batterien, du hast die Triebwerke, du hast die Gyroskope. So, boah, theoretisch. Triebwerke nach unten, ne? Die mich nach unten drücken. Ich habe alles nur, was mich nach oben bewegt. Ja, das ist aber erstmal gar nicht schlimm, weil du bist auf der Erde. Du hast ja Erdanziehung. Im Zweifel machst du hier an die Batterie, machst du hier 3 kleine, auf der anderen Seite 3 kleine, die dann nach unten, dich nach unten drücken. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, dann gerade das so kleine dran zu machen. So, ja, 3 Stück, wie gesagt, beide Seiten, dann hast du 6 kleine. Das ist jetzt nicht wenig. So, ich guck mal, dass wir dir hier, wie gesagt, noch ein Undock-Dingen hinmachen. Ach, deswegen finde ich hier nicht. Ich hatte das Hub hier ausgeblendet für den. Jim. Ich glaube ja, da kommen Meteoriten. Jo. Und den brauche ich doch gar nicht mehr. So, machen wir dir hier noch einen Landeplatz. Müsste von der Höhe her reichen, oder? Guck mal, kommt das von der Höhe hier hin zum Landen für dich? Kann gleich sehen. Okay. Mal schauen wir mal. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt gleich einen Testflug machst, wirst du feststellen, das Ding geht mega ab. Und? So, du kriegst jetzt aber hier allerdings an dem Sockel kriegst du jetzt erstmal nur Munition. Also ich habe alles andere hier geblockt. Weil hier halt eigentlich, wie gesagt, der Ladepunkt für die Kampfflieger sein soll. Und bei dir, ne, wie gesagt, da würde sich garantiert halt ein separater Punkt lohnen, wo wir dann Assembler haben, die nur zerlegen. Wir die ganzen Teile wirklich halt zerlegt kriegen. Ja.
Ich habe dem Dodger die ganze Zeit zugesagt, ich mache dem hier eine Verbindung, habe immer noch nichts getan. Böser Schütze. Böser Schütze. So, die Herren. Klar. Bereitet euch schon mal langsam um Feierabend vor. Wie gesagt, bei dir würde ich echt gerne noch einmal den Testflug sehen. Das Ding schießt bestimmt direkt durch die Decke, wenn du gleich einmal, wie gesagt, die Hochtaste drückst. Also ja, die Leertaste. Ja, kann ich dir sagen. Ist so. Also dann, ich würde da halt einfach Gewicht einsparen. Ne? Schub ist geil, klar. Aber weißt du, ne, du bist halt ein Transporter in dem Sinne. Also, wenn du halt mal was länger brauchst, um im Prinzip zu beschleunigen oder zu bremsen, gerade wenn du voll bist, finde ich das nicht verkehrt. Ist schlimm. Ich habe jetzt, wo ich die kleinen Triebwerke sehe, würde ich auch vielleicht hier oben, was einfach schicker aussieht, statt die großen, eher dann ein paar kleine dran ballern. Also, ich würde jetzt erstmal so einen Testflug machen. Und dann denke ich, wirst du auch feststellen, besonders für links und rechts oder was, also zwei große kannst du ja lassen, das ist ja voll okay, aber vier, wie also gesagt, das ist gewichtsmäßig schon heftig. Hält der mich jetzt, ja? Locker. Warum sollte der nicht halten? So, soll ich vorne auch wegsägen? Boah, kannst du ja machen, ne? So, tschüss, ist weg. Gyroskope sind drinnen, also von daher. Ja, setz dich mal rein und dann trittst du mal drauf. Auslandsicht. Vorsicht! Schildkröte hebt ab! Verstehst du? Ja, der ist jetzt, der muss ja den Schub haben, so ist er nicht. Ja, nach oben, wie gesagt, da bin ich bei dir, aber halt jetzt, wie gesagt, auch nach vorne und hinten. So, weißt du, muss das halt sein. Dass du so viele Triebwerke. Also, es ist dein Ding, ich will dir da nicht reinreden, nur das Gewicht kann man auf jeden Fall von 148 Tonnen, denke ich, doch reduzieren. Haben wir 153, ja, ist halt, wie gesagt, der ist jetzt was full. Daher. Ja, Vorsicht, bisschen nach vorne. Ja. Guck mal vorsichtig, ob du noch tiefer kannst. Na, erst noch was nach vorne. Also bei mir bist du genug. Jetzt leicht runter, genau. Mühe noch. So, ticken zurück. Noch was runter. Noch ein Mühe runter. Ne? Wieder Mühe nach vorne. Noch runter. Runter? So. Und da sind sie. Gut. Muss ich mal einen Connector finden, welcher es ist. Ja. Warte, ich bin direkt dran. Weil die habe ich noch nicht in Gruppen gesetzt. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Wollte ich noch irgendwann machen. So, ich mache mal das Licht aus. Steige mal aus. So. Ja, wie gesagt, hau ich jetzt einfach mal Triebwerke weg. Die Frage ist nur, da könnte ich eigentlich nur die rumdrehen. Hätte ich, dann können die hier oben weg. Also ich würde einfach die ganz oberen wegsägen. Nur so. Die oberen zwei? Ja, wieso denn nicht? Na, da könnte ich Solar draufpappen. Da oben die zwei, hier oben die zwei. Ja, vor allem kannst du das ganze Dach vollschmeißen. Hm. So, soll ich mitsägen? Ja, wenn du Platz hast. Ich habe nur Platz für eine zum Ding. Ja, nichts verschwenden, ne? Auf gar keinen Fall. So, und jetzt wie gesagt hier die seitlichen würde ich auch wegklatschen. Also wichtig ist, du musst auch bitte hier unten oder wohin, ne? Ja, wenn du das hier irgendwo reinschmeißt in diese ganze Linie, dann verteilt er das unter den Kampfschiffen. Wo würde ich hin? Am besten hier unten. Hier und dann hier unten an den Weißen. Das ist so das Beste. Weil das hier sind alles Gravel-Tanks. Hier so, der Weiße, okay. Ich bin immer bei dem großen rechts gegangen. Weil ich da auch mein Material immer rauskriege. Welchen großen rechts? Den Schwatten. Ja. Hier den. Ja, der ist auch okay. Oder? Ja, nee, ja. Der, genau, der. Der ist auch okay.
Neben der Raffinerie, der große, genau, der einzelne. Ja, das ist auch okay. Da gehe ich eigentlich zu 99% immer hin, weil ich da auch nur mein Material rauskriege. So, Seitentriebwerke sind auch weg. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Setz dich mal rein, wir entriegeln mal und dann sagst du mal jetzt nur, was wir schon an Gewicht haben. Also war es irgendwie bei 153, ne? Ne, 100, ja, jetzt eh mache ich noch ein bisschen mehr. Ja, ich entriegel mal. Ja, entriegel mal. Ja, Triebwerke sind an, ja. Aha. Ja, ich habe jetzt 129, also 20.000 eingespart durch Triebwerke. Oder irgendwann knapp 30.000. Ja, nur durch Triebwerke, 30.000. Also, ne? Oh. Oh. Ah, das ist schon heftig, komm. Ja, komm, jetzt knall ich hier um Solarlage drauf und habe ich schon mal 30.000. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, für die Solar musst du hier auch ein bisschen höher bauen. Das ist auch wurscht. Wollen wir für heute Feierabend machen, ihr Lieben? Ja, sicher. Wir du musst mal arbeiten. Ja, vor allem, wie gesagt, ich habe gerade in den Spiegel geguckt. Ich muss mich auch noch rasieren morgen früh. Das heißt, ich... Na, lassen wir das. Ja. So, was ist eigentlich mit dir hier? Funktioniert du noch? Ja, ne? Du hast bestimmt gar keine Munition mehr. Doch! Okay, nice. Beidungsplattform, oder? Ja, hatte ich mal halt irgendwann gebaut, ne? Ist relativ mächtig nachher geworden, aber funktioniert halt an sich recht gut, vor allem durch die zwei großen Batterien. Eigentlich müsstest du, kannst das ja auch mit Triebwerken machen, einfach in Luft stehen lassen, ne? Mit Solarpanels drauf und lässt ihn einfach in Luft stehen. Ne, ich glaube, so viel Solarpanels kriegst du nicht hin, dass der eine ganze Nacht da durchstehen kann, tagsüber. Vor allem überleg mal, es regnet oder was, dann stehst du da. Ja. So, aber hier von den kleinen Dingern, die kannst du ja theoretisch in die Massenproduktion schicken und dann hier überall verteilen, zwei, drei Stück hinstellen. Aber ich denke eher hier eine Linie hinzuziehen, also hier so eine Conveyor-Linie. Ja, ja, und dann Geschütze dran, die haben wir auch gemacht. Genau, da klatschen wir dann immer wieder zerschossen. Aber ja, bei uns nicht. Da lohnt es sich eher praktisch durch den Felsen zu gehen und dann Ausbrüche zu machen, so gesehen, und dann nur die Türme rausgucken zu lassen, dass der Rest weiterhin im Felsen ist. Wolltest du nicht noch irgendwie eine Kryokammer bauen? Hab ich doch hier. Hier sind doch vier Stück jetzt. Aber der Mango ist nicht in eine reingegangen. Ja, guck mal hier auf der Rückseite. Da sind auch noch zwei. Hab ich Steine genommen, die rein hier ist. Alles gut. Okay. Dann guck ich jetzt mal hinten. Ist ja wurscht. So. Ihr lieben Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war, wie gesagt, Reaper Reste Rampe. Naja, so ganz haben wir jetzt noch nicht die Reapers gerestet, aber wir haben zumindest die Schildkröte. Die Schildkröte ist so gut wie flugfähig. Wir haben den Speer fertig gekriegt. Der Dodger ist den Felsen am Aufbauen wie kein anderer. Und ich würde sagen, dann geht es demnächst weiter. Vielleicht ist der Michel ja dabei. Michel, ich hoffe, du hast unseren Discord und bist natürlich auch gerne gesehen. Ich muss mal gerade gucken, wie geht denn der Befehl so? Da ist er, falls du ihn noch nicht hast. Yep. Und dann hören wir uns demnächst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.